Sind wir live? Wir sind live. Wir sind live. Hallöchen. Nice, das war mit drauf. Ja, geil, dass hier schon so viele am Start sind. Aktuell 150 Zuschauer sehe ich gerade hier zu unserem Banggood-Livestream. Alter, nice. Zum größten Online-Shopping-Tag der Welt. Und das ist der? Singles Day. Genau. Richtig. So, da 100. hast du deinen Wortbeitrag erfüllt. Ja. Da sind schon ein paar Leute da. Ich gehe mal ein bisschen in den Chat. Ich sehe schon, Ike ist da, Felix ist Manfred da, Müller, Panderwelt, Nico, Manfred, ach, hast du gerade schon, Benjamin, Noah, Lissi, Diana, Danik. Asoziales Netzwerk, Sektion NRW. Auch einen guten Abend. Guter Name. Schön kurz gehalten. Johnny ist dabei, Luca, Naruto. Naruto, Junge, gute Serie. Daniel ist dabei, Johnny, der Boss. Dein Vater ist dabei, der Niklas. Alter, schöne. Jetzt Benjamin, jetzt okay, ganz, lassen. Ganz viele. Okay. Nikola, Anna, auch ein paar Frauen sogar. Oh, Tatsache. Ja. Oh. Eine von 100. Eine 1% Frauenquote hier. Das könnte hinkommen. Ja, ihr seht es hier unten schon an dem Titel, wie gesagt, die heißesten Deals zum größten Online-Shopping-Tag der Welt. Die lieben Leute von Banggood haben uns gefragt. Julian, wo zeigst du drauf? Ach, da. Du guckst nicht in die Kamera. Ja, sorry, ich muss mich erstmal wieder neu. Die lieben Leute von Banggood haben uns gefragt, ob wir anlässlich des Singles Day nicht mal ein paar Live-Unboxings machen wollen, ein paar exklusive Gutscheine verteilen wollen, ein bisschen auf Fragen eingehen wollen. Und da haben wir uns gedacht, Machen wir mal. Einfach, ne? Mal. Also, falls ihr noch nie was von dem Singles Day gehört habt, weil das ist ja im Grunde so ein chinesisches Phänomen, was wir in den letzten 2, 3, 4 Jahren auch tatsächlich ein bisschen mehr nach Deutschland oder generell Europa gekommen ist. Ja. Also vielleicht habt ihr das heute schon gesehen, auch so große Firmen wie Mediamarkt und Saturn machen dafür Werbung, aber gerade die chinesischen Hersteller wie Huawei zum Beispiel, die haben auch ihre Singles Day-Aktion oder machen direkt eine ganze Single Week raus. Also wenn ihr noch gar nichts vom Singles Day gehört habt, vielleicht kann der liebe Tim, der uns heute hier im Chat begleitet und da sitzt, außerhalb des... Hallo! Hallo, genau. Vielleicht kann der mal... Wir haben mal diesen Artikel zum Singles Day gemacht, weißt du noch? Mit der Infografik, ja, und so. Ja, ganz viele Infos. Da gibt es richtig interessante Fakten, zum Beispiel, dass an einem Singles Day 35 mal so viele Pakete wie am Amazon Prime Day und so verschickt, ja, werden. So krasse Sachen. Die könnt ihr da mal gerne nachlesen, wenn ihr euch da ein bisschen informieren wollt. Einfach, um euch da mal auch abzuholen, damit ihr auch was lernt heute Abend. Ne? Genau, aber wir gucken natürlich uns auch ein paar Gadgets an, denn wir sind ja hier bei China Gadgets und nicht bei China nur Deals. Ja, richtig. Wir machen Deals und aber auch Gadgets. Und warte, bevor wir losgehen, wir lassen einmal euch noch kurz ein bisschen mitentscheiden gleich. Genau, kurzer Shoutout an Julian, der mal wieder an der Technik sitzt. Also Herz an Julian da, der dafür sorgt, dass ihr uns auch seht. Also wenn irgendwie Tonprobleme oder Videoprobleme auftauchen sollten, haut das gerne in den Chat, dann kann der Julian das schnell fixen. Ich repariere hier alles. Warum sprecht ihr Huawei so deutsch aus? Huawei ist sogar chinesisch ausgesprochen, Huawei ist deutsch ausgesprochen. Das ist so das Ding. Also ich habe mir jetzt durch Jens irgendwie Huawei angewöhnt, genau, aber dann haben immer mehr Leute gesagt, ey, was soll das sein? Und dann sage ich, ich mixe das. Also müsst ihr so wissen, Jens kann chinesisch, war auch in China... Ja, also er kann war in China. Nein, er kann China. Und deswegen... Julian, bester Mann. Ja. Aber Huawei spricht es ja auch in dem eigenen Marketing und so immer so aus, weil, ja, sie es halt eben eingedeutscht haben. Deswegen, ja, kann man eigentlich beides benutzen und beides ist durchaus richtig. Ja, moin. Ja, ey, liebe Grüße erstmal an die 250 Zuschauer, die aktuell am Start sind. Vielleicht könnt ihr auch schon mal, falls ihr heute beim Singles Day aktiv seid, schon mal reinschreiben, was ihr euch heute so gegönnt habt. Hast du dir was gegönnt heute? Ich habe mir die Yeelight, den Strip, ja, zum zweiten LED-Strahl. Mal jetzt einfach gekauft. Ich habe den schon in der Küche, aber ich habe ihn jetzt dann bald auch noch im Wohnzimmer hoffentlich. Und ich wollte, das habe ich jetzt heute noch nicht geschafft, aber ich wollte eigentlich noch so diesen Air Purifier mir mal holen, aber das habe ich jetzt noch nicht geschafft leider bisher. Vielleicht gibt es da gleich noch einen Deal. Okay. Jules Germany hat sich eine Airsoft-Granate geholt. Nice. Eine Airsoft-Granate. Ja. Kommen dann ganz viele Plastikkugeln raus, stelle ich mir das richtig vor, weil Airsoft-Pistolen sind ja eigentlich ja, diese mit den kleinen Plastikkugeln. Ja, ey, komm, egal. Lass uns anfangen, denn war schon die Frage, wie lange der Stream geplant ist. Auf jeden Fall mindestens eine Stunde. Mal gucken. Der Rest ist Kür, wie man so schön sagt. Drück das dann mal in die Hülle, das stört mich auch. Da muss das, ich nehme die Hülle einfach ab. Ich nehme die Hülle einfach ab. Ja, könnt ihr das Handy bitte in die Hülle drücken? Ja, es wird in die Hülle gedrückt. Sorry. Das ist, wenn das OCD ein... Sollen wir damit direkt anfangen? Nee. Ja, fangen wir erstmal, wollen wir es auspacken? Ja, also, wie packen wir es aus. Der Alex ist heute mal ein Tick vorbereiteter als ich. Sonst bin ich ja der... Ja, auf was hast du denn so Bock? Hast du irgendeine Richtung, die du weißt überhaupt, was wir alles haben, Tom? Ich habe so ein, zwei Sachen, die ich weiß. Okay. Aber vielleicht möchtest du die Leute entscheiden lassen. Vielleicht kannst du ja ein, zwei Sachen zur Ich sag Wahl mal, stellen. Wir haben... eine Sache, das ist, hat was mit Gaming zu tun. Haben wir ein Hai? Wir haben diesmal leider keinen Hai, soweit ich weiß.
Der Hai ist vom letzten Mal noch da, den können wir vielleicht gleich nochmal reinholen als Special Guest, aber... Der Ehrenhai. Wir haben was zum Desinfizieren. Oh, wichtiges Thema. Mehr sage ich jetzt nicht. Wir haben was für Musik, wir haben was fürs Homeoffice, mehr oder weniger im weitesten Sinne. Und wir haben auch noch was für Party, würde ich fast das kategorisieren. Und wir haben auch noch was für so PC-Zocken. Okay. Ich schwanke gerade zwischen Desinfektion, wichtiges Thema, Corona müssen wir alle desinfizieren. Ja. Denkt dran, Hände waschen und so weiter. Aber auch Party, weil jetzt so am Singles Day neigt sich langsam am Ende. Ich habe Bock auf Party oder Desinfektion. Also Party oder Desinfektion, schreibt das jetzt in... Die Leute schreiben eh Party, weil ja, Desinfektion ist schwieriger zu schreiben. Also aber egal, Party oder Desinfektion, was wollt ihr sehen? Schreibt das in die Kommis. Die Kommis, sagt man das in den Chat. In die Kommis, ja, Kommis kann man auch schon mal sagen. Oh, da sind schon... Party, Desinfektion. David hält die Flagge hoch für Desinfektion. Auch der Teutsch-Typ. Haben wir ein Pizza-Faxgerät? Weiß Danik 12 etwas, was ich nicht weiß? Alter, okay, es ist echt... Alter, wie geil wäre ein Pizza-Faxgerät? Das wäre absolut das beste Gadget jemals, oder? Lest du mehr Party? Ich lese aber tatsächlich mehr Desinfektion, als ich erwartet habe. Ist es mehr Party? Ja, sagst du das auch, Tim? Mehr Party? Mehr Party. Okay, unser Chatmaster Tim, der hier außerhalb des Bildes sitzt, sagt Party. Ja. So, jetzt Torben. Was ist was? Das da. Guck nicht, guck nicht, was draufsteht, aber du weißt wahrscheinlich das schon. Das ist es schon? Ja. Okay, also es ist erstmal... Du musst, das sehen die Leute noch nicht. Okay, erstmal Dankeschön an Banggood nochmal, die uns das alles zur Verfügung gestellt haben. Hier haben wir was von Blitzwolf. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Blitzwolf ein Hersteller ist von Banggood oder ob die einfach nur sehr präsent sind. Aber ich weiß, dass von Blitzwolf das beste Gadget 2019 kam. Das ist ein Banger. Jens würde sagen, Blitzwolf! Auch was für die längeren Abonnenten. Und sorry an alle Headphone-User. Ja, tut mir leid. Ey, ja, pack das gute Ding nochmal aus, weil das erkennt ja niemand. Das ist der Blitzwolf BWDM1. Das ist jetzt erstmal noch nicht so vielsagend. Also, D weiß ich nicht, aber M Tim, drop mal auch noch nicht den Link, bitte. Ein bisschen Überraschung. Wer hat das denn hier aufgerissen? Alter Schwede. Ich sehe ein Mikrofon. Ihr wisst, was das bedeutet, ja? Also, ich kann so viel sagen. Ich weiß jetzt, was es ist, weil wir hatten schon mal von dem Hersteller, von Blitzwolf, eine Karaoke-Maschine. Und die war der absolute Renner hier. Die hat dann, ja okay, was kann man davon sagen? Die hat den Geist in der Form aufgegeben, in dem Fall, dass wir die irgendwann mal outdoor benutzt hatten. Und dann haben wir die da vergessen, könnte man so sagen. Könnte man so sagen, ja. Und jetzt haben wir den Nachfolger. Alter Schwede, geht dein Herz da gerade auf? Das geht wirklich aus. Und vor allen Dingen, das ist nicht nur ein Nachfolger, Freunde. Wenn ihr das erste kennt, das ist einfach ein Upgrade. In allen Belangen. Größer, besser. Bunter, besser, lauter, böser und alles. Alter, es hat Rollen! Und es hat Rollen. Okay, perfekt. Ey, das kann man... Wo hast du den? Ey, das ist da. Wie ein Trolley. Guck mal, das hat hier so... Damit kann man auf Reisen gehen. Ja, tschüss, ne? Alter. Okay, wir können den Rest eigentlich vergessen. I'm out. Alter Schwede. Okay, wir haben hier eine Karaoke-Maschine, eine Portable. Ich muss sagen, die ist nicht so schwer. Also die ist so haltbar. So, das weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt krass für den Sound spricht, aber wir haben hier... Alter, das war aber Display? Nicht schön abgemacht, Torben. Das geht besser. Sorry, aber mit Display? Alter, ja, komm, Schwede. Ich habe jetzt hier... Tim hat uns mal einen China-Adapter besorgt. Ja, ist leider nur ein China-Adapter dran. Ja, aber gut, wirklich, die Dinger kosten 5 Euro auf Amazon. Oder teilweise werden sie auch schon mitgeliefert. CE-Kennzeichen ist dann... Alter Schwede, was sagen die Leute? Was sagen die Leute? Singt ihr jetzt? Ich hoffe, die rasten aus. Die China-Gadget zur Weihnachtsparty wird legendär mit der Maschine. Es wäre legendär, ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr eine Weihnachtsfeier machen können. Die aber wird wahrscheinlich flach fallen. Aber Alter, gut. Wissen wir, was das kostet? Ja, Tim kann ja jetzt langsam mal den Link droppen und dann wissen wir auch, was das kostet. Ich weiß es natürlich schon, aber wir lassen natürlich die Überraschung da. Muss man erstmal gucken, wo ist der Stromstecker? Ist er nicht hier vorne? Oben drauf? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich weiß auch nicht. Ich habe vorher als Scheitert dran vergessen, so ein Stromding reinzumachen. Hallo. Okay. Tommy, gerade die User, alle springen ab. Ja, die Zuschauer werden weniger. Ja, Leute, dann sagt mir doch mal, wo das hier... Bin ich blind? Ich bin vielleicht einfach blind. Aber Strom, das ist Mic-Input. Hä? Ja, guck mal. Ich guck mal. Okay, vielleicht habe ich es übersehen. Also ich bin auf jeden Fall hyped. Und ich bin dafür, dass Alex gleich ein Ständchen singen muss.
DC 12 Volt. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, das muss ich leider ein bisschen kritisieren. Das ist ja ein bisschen schwachsinnige Stelle dafür. Aber das gut. Absolut, das stimmt natürlich. Warte, wir stellen das einfach mal hier hin. Ne? Ey, wir haben auch eine Fernbedienung, ist auch dabei tatsächlich mit voll vielen Funktionen. Also echt, also diese Kofferding au. Funktioniert schon mal besser als bei meinem Koffer. So, wir brauchen eine Batterie. Tim, besorg mal Batterien. Alter, wir brauchen zwei. Hier, warte, ich gebe dir einfach das Mikrofon mit, dann weißt du direkt, was gebraucht ist. Wir haben hier ein paar Tasten oben drauf. Ich kann das ja mal kurz so zeigen. Das sieht, erkennt man wahrscheinlich eh nicht. Egal. Ich sag's euch einfach. Wir haben hier ein Nübbel für Lautstärke, Volume Plus, Minus. Nübbel? Ein Knopf, ein Drehregler. Okay. Dann Menü, Return, Video, Music, Bluetooth, rechts, links. Mic first, okay. Vor Playpause und nächster Track. Dann das Mikrofon, hier die Lautstärke vom Mikrofon können wir noch einstellen und das Echo können wir noch verstärken. Und wir haben hier noch einen USB-Anschluss für, genau, wenn ihr Lieder dann auf USB haben wollt. Micro-SD-Karten, Slot, AV-Output, AV-Input, Mic-Input und an Ausschalter. Und das war's. Und einen Record-Button haben wir ja auch noch. Haben wir das Ding schon angemacht? Nee. Jetzt ist es an. Hallo? Okay. Was steht denn auf dem... Welcome. Digital Audio. Alter Schwede, wie krass. Oh, Hallöchen. Okay, das gibt jetzt vielleicht die Rückkopplung des Todes, aber... Ach, scheiße. Das gibt wirklich Rückkopplung wahrscheinlich, ne? Oder? Habt ihr Tonprobleme, wenn ich hier in das Mikrofon rede? Ja, du musst deinen Ton schon mal ausmachen. Ach so, okay. Alter Schwede. Okay, boah. Also vielleicht, wenn ihr bis ganz zum Ende dran bleibt, vielleicht gibt es da noch ein Ständchen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also, Alex, was ist so dein Lieblingslied? Sag mal, bist du so ein Wonderwall-Typ? Also mal davon abgesehen, dass ich den Text nicht könnte komplett, außer den Refrain. Ja. Ey, aber wie, also wir schalten jetzt einfach mal durch. Ist das ein Touchscreen? Warte, lass mich mal kurz. Ich geh mal Musik. Ist das eine Karaoke? Ist kein Touchscreen, okay. Ah, okay, das funktioniert einfach hier über die Dinge. Okay, sieht man das? Ja, das ist ja, die Rückkopplung des Todes gerade ein bisschen. Ich mach mal hier den Ton ein bisschen leiser. Also wenn du gerade da guckst, ey, ich habe gerade jetzt selber zum ersten Mal den Preis gesehen. 66 Euro bei Banggood mit dem Gutschein, den der Tim da gerade reingehauen hat. Ey, für 66 Euro klingt das einfach schon mal fair, würde ich behaupten. Klar, wir haben den jetzt noch nicht getestet, aber ich glaube, die alte, die Vorgängergeneration, die nicht portabel war, also die man umhängen konnte und die kein Display hatte, die hat auch so viel gekostet, circa. Vielleicht 50 oder 60 Euro, aber da war der Unterschied nicht so groß. Das Ding ist, ich würde jetzt hier mein Handy verbinden mit Bluetooth, aber wir dürfen ja nicht einfach hier nicht GEMA-freie Musik abspielen, oder? Dann wird doch der ganze, dann wird doch alles gesperrt. Kaputt ja, gemacht. Okay, das ist ein Problem. Das ist ein Problem, ne? Gehört hier so ein DJ im Haus, der seine eigenen Tracks hat. Ja, hab ich nichts von gehört. Ja, gut, wir können ja mal kurz durchgucken. Wir haben hier Screen Mirror, dann kann man offensichtlich den Bildschirm vom Telefon direkt hier drauf zeigen. Film, Musik kann man abspielen, Bluetooth kann man verbinden, Pictures kann man halt auch Fotos anzeigen, warum auch immer man das haben wollen würde. Radio kann man hier starten, das können wir mal ganz kurz starten, vielleicht geht das ja hier. Im Chat steht, da hat jemand gehört, dass Alex Wolle Petri mag. Das stimmt. Radio, hallo. Warum machst du Radio an? Weil es geht. Okay, wir haben Radio, FM-Radio, viele Handys. FM-Radio ist auch am Start. Ich weiß zum Beispiel hier, der lokale Radiosender ist 107,6. Gerade Leverkusen. Aber was steht denn da mit Musik? Also dann kann man da, dann haben wir einen SD-Slot oder so, dann könnte man MP3s draufhauen, so Instrumentale oder so und drüber singen. Genau. Man kann aber auch einfach, also, so. Man kann aber auch einfach so A Cappella. So. Du kannst auch einfach, genau, ich kann jetzt mal, red mal weiter. Okay. Alex, dreh mal ein bisschen Lautstärke auf. Oh, wir haben ein leichtes Echo. Das klingt wie auf der Kirmes. Nächste Runde. Genau. Was geht? Hat jemand Kirmes Lyrics? So, genau, dann Record. Man kann hier also auch Sachen aufnehmen, falls ihr eure Musikkarriere starten wolltet. Mit dieser Box ist es möglich. Oh, wow, okay. Die Qualität wird wahrscheinlich semi sein. Aber, semi, ja. Ey, ganz im Ernst, allein, dass es portabel ist, dass du ein Bildschirm hast und dann noch für unter 70 Euro, das sind schon mal geile Sachen. Es klingt gut, ich weiß natürlich... Ich verbinde einfach mal kurz mein Handy, nur um zu gucken, ob es geht. Einer fragt, ob er Autotune hat. Das wäre natürlich auch krass. Das geht, glaube ich, leider nicht. Das geht wirklich nicht. Möchte ich leider nicht.
Franz sagt, Digga, spam doch nicht. Wen meint er damit? Felix? Nee, damit machen wir kein Gewinnspiel, Felix. Aber danke für die Frage. Wie gesagt, wenn ihr noch ein Gewinnspiel findet, ihr auf chinagadgets.de, da läuft heute das letzte Gewinnspiel unserer CG11-Sache. Und ich rede hier die ganze Zeit in das Mikrofon. Ist es überhaupt an? Ja, ein bisschen. Man hört schon. Okay, das macht einfach, ist ein anderes Feeling. Kann man nicht YouTube-Videos immer so machen, Julian? So, wir haben jetzt... Wir können ja mal kurz, sollen wir unseren Podcast einfach kurz anmachen? Das dürften wir. Ja, da haben wir doch, da haben wir doch wohl die Rechte dran, oder? Ja, hast du jetzt dich per Bluetooth connected? Ich habe mich jetzt per Bluetooth connected, genau, zu dem Gerät, das hieß einfach Bluetooth. Nice. Ich hoffe, das war jetzt das Richtige. Und wir machen das jetzt einfach mal. Okay. Falls ihr den China-Chat noch... Episode 15, schon 15 Mal richtig geschafft, nehmen wir mal wieder der Alex... Und neben mir ist der Torben. Schöne Grüße. Genau, also Bluetooth. Tonausgabe per Bluetooth funktioniert auch ohne Probleme, wie man es sich vorstellt. Sonst USB-Stick oder SD-Karte oder zur Not sogar AUX-In geht auch. Ja, und man muss sich jetzt natürlich, also das Use-Case, wo wir auch die erste Box vielleicht verlegt haben. Ist halt, man geht dann irgendwie mit Freunden hin, hat halt so eine Box und kann halt ein bisschen Spaß mitmachen. Oder halt auch drin, man muss ja nicht mal rausgehen. Also ich kann nur sagen, es gibt ja 1, 2, 3 Fotos so auf gewissen Handys und wir hatten hier schon den einen oder anderen schönen Abend mit dem Vorgänger. Auf jeden Fall geil, dass der wieder hier ist. Mega gut, ich finde das für 66 Euro ist das so ein Spaß, den man sich auf jeden Fall mal erlauben kann. Der muss man das ja auch nicht allein bezahlen, legt man mit zwei Freunden zusammen oder sowas. Wenn ihr so eine Vierer-, Fünfer-Gruppe seid, mal einfach Fan, ne, wenn es mal wieder geht, Party zu machen, dann auf jeden Fall geil. Also, vielleicht... was Tim für Weihnachten möchte, oder so. Tim, möchtest du vielleicht nochmal den Link droppen mit Gutschein? Das ist vielleicht gerade untergegangen. Ja, 66 Euro mit unserem exklusiven Gutschein. Überlegt euch das. Ach so, ja, und... Ich bin jetzt schon froh, dass es hier ist. Und Leute, hier, der ist jetzt natürlich die ganze Zeit hier am Strom angeschlossen, aber der hat auch einen Akku, ne? Oh. Der hat einen Akku, das heißt, sonst würde das ja gar keinen Sinn machen, dass der auf Rollen kommt, stimmt, hier, ne? Portabel ist. 3000 mAh Akku hat der. Ich schau mal kurz nach. Wie lange das geht? Playtime bei 50% Lautstärke soll der 4 bis 6 Stunden aushalten, bei 100% Lautstärke 2 bis 3. Also sagen wir mal so gesunde 3 bis 4 Stunden, so in der Mitte ungefähr. Geil, das klingt gut. Ja. Und dann kann man es einfach überall mit hinnehmen. Okay, Schnitzel 6789 fragt schon, was wir sonst noch so im Petto haben. Kommen wir direkt zum nächsten. Das war die Blitzwolf Karaoke-Maschine für 66 Euro. Bisher mein absolutes Highlight, auch wenn das erste es wird schwer zu schlagen. Es wird bestimmt noch besser, aber das war schon mal ein sauguter Start auf jeden Fall. Sehr cool, ey, Blitzwolf, gute Marke auf jeden Fall. Ne? Genau. Liebe Grüße an Jens an der Stelle. Machen wir mal. So, dann haben wir jetzt gerade nach Desinfektion gefragt. Desinfektion ist ja generell jetzt ein wichtiges Thema. Also so viel habe ich meine Hände auf jeden Fall noch nie desinfiziert. Auch sautrocken. Ja, also schlimm. Also es sieht langsam gefährlich aus. Ich weiß nicht, wie lange ich die beiden Hände noch behalte. Aber ja, deswegen wollen wir mal zu dem nächsten Desinfektionsgadget kommen. Zu dem nächsten. Das ist auch zum ersten und letzten auch. Aber genau, das ist, also nicht letzten Gadget, nur ich behalte das einzige Desinfektionsgadget heute. Das und einzige, ne? Das einzige heute in dieser Live-Sendung. Okay. Und das ist auch hier rechts neben dir. Okay. Und dafür reicht... Noch was zum Unboxen. Die mal kurz, oder hat Julian, das hat... Julian hat schon geöffnet. Mal. Sehr gut. Das ist ein bisschen größer, wie ihr vielleicht erahnen könnt. Weißt du, was es ist, Torben? Komm, ich nehme das hier mal ab. Also es ist kein Grill, also auch wenn man das vielleicht vermuten könnte. Ich habe mit was Kleinem rumgerechnet, muss ich sagen. Okay. Ja. Ist das für, okay, ich habe hier ein Stromkabel. Machen wir es mal hier. Machen wir das mal da. Ne? Den Karton entziehen. Ich halte mal den Karton fest und du kannst ja kann das Ding da. Ich weiß nicht, hält das Kabel das aus? Oh, da brauchen wir aber nochmal einen anderen Stecker, glaube ich. Ah ne, der passt auch hier rein. Was ist das denn? Ja, das war's auch schon. Okay. Ist das ein kleiner? Für was ist das? Das ist eine Spülmaschine. Nein, das ist ein UV-Desinfektionsgerät. Für was? Für Sachen. Also, du kannst, alles? Ja, alles. Du kannst da, also die Beispiele auf der Seite reichen über Schminkpinsel, ganz viele Babysachen, also hier zum Beispiel Babyflaschen, so wo die dran nuckeln, Schnuller. Über Schüsseln, Tassen, Besteck für Kinder. Man kann es natürlich auch für Erwachsene benutzen, aber... Ja, schreibt uns doch mal bitte in die Kommentare, was wir damit desinfizieren sollen. Genau. Wer einen guten Vorschlag hat, wer so ungefähr weiß, was wir vielleicht im Büro haben könnten, gerne mal in den Chat. Ich bin mir gerade noch unschlüssig. Was uns eingefallen ist, was natürlich auf der Hand liegt, eigentlich ist die Masken. Ja. Also klar, eigentlich wäscht man die ja zumindest, wenn man jetzt eine Stoffmaske hat. Aber die kann man natürlich auch da desinfizieren drin. Das geht natürlich auch ohne Probleme. Ja, Leute. Ja, habe ich eine Maske hier. Dann
Ich traue mich. Ob das hier explodiert jetzt. Oh, es geht an. Es leuchtet. Okay, chinesisches Zeichen. Genau, das ist ein UV-Licht. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt, also es ist jetzt noch nicht an natürlich, zum Glück. Genau, hier Auto UV Dry Storage On-Off, was auch immer Storage heißt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da kannst du auch einfach als Stauraum benutzen. So einfach nichts. Kannst du ein bisschen Abstellraum. Okay, genau. Und wir haben jetzt hier so zwei, warte, hier ist ein Dingens. Ah. Da-da. Ja, dann. Dann haben wir hier so zwei Gitter. Ich glaube, das ist falsch rum. Einfach so. Meine Vermutung ist, dass es falsch rum ist, Alex. Ja, Leute, okay. So ist es falsch. Aber gucken, was die Leute denn. Da, ich habe mit etwas kleinerem gerechnet. That's what she said. Danke. Nice. Ich wollte es nicht sagen. Ja, sehr Plurostex, super. Julian hat es auch leise hier im Hintergrund. Das war Julians zweiter Account, glaube ich. Ja. Okay. Die Funkmaus wird gesagt. Maus, okay, macht Sinn. Wir können den Hai desinfizieren. Das macht Sinn auf jeden Fall. Euer Gesicht. Boah, dann geht die Tür, glaube ich, nicht mehr zu. Alex Kopf. Okay. Finde ich eine gute Idee. Ja, Alex. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll jetzt. Ne? Kann man damit ein Handy desinfizieren? Also theoretisch ja. Ich bin immer nur es ist ja nur UV-Licht. Ne? Also, ja nur Licht. Ist ja keine Feuchtigkeit im Spiel. Ne? Also theoretisch ja. Alter, ohne Witz, ich krieg das zweite hier nicht rein. Scheiß drauf. Reicht eins. Wir machen eins. Was? Ja, Drummer-Ding. Was kostet so ein Ding? Was würdest du schätzen für ein UV-Gerät? Na, da ich den Preis hier gerade offen habe, kann ich gut schätzen. Okay, dann muss ich schätzen. Unter 70 Euro. 69 Euro. Ja, ich weiß gar nicht, was... Sind 69 Euro? Ich weiß es nicht. Was? Ich weiß nur, was der normale Preis ist. Ich weiß gerade nicht, was der Gutscheinpreis ist. Doch, warte. Ja. Es sollten sein so um die 68, genau. 68, 69. Ah, gut geschätzt, würde ich sagen. Gut geschätzt. Es sind 67, 97, höre ich gerade. Gut geschätzt. So, ich habe meine Maske reingetan und jetzt mache ich an und UV. Und jetzt hier ist jetzt so eine Zeit. Eine 7. Sind es jetzt 7? Da! Das Licht wird blau. Oh, sieht man das? Ihr könntet den Tisch ein bisschen freiräumen. Dann ja, stell mal. Okay. Hat das ausgehalten. Ja, das kann das. Okay, ja, jetzt ist meine Maske da drin. Kann ich die danach. Geil. Ich habe ihn auch schon neben mir hier stehen. Den. Ja. Liebe Grüße an Jens. Okay, was kam dann noch? Wird heute auch ein Mini-Kühlschrank vorgestellt? Es könnte so durchgehen als Mini-Kühlschrank. Es sieht aus wie ein Mini-Kühlschrank. Ja, aber desinfiziert er jetzt? Ja, genau. Also, wir schauen mal kurz rein. Ja, ich frage mich auch gerade, sieht man das? War das eine dumme Frage? Wahrscheinlich schon, ne? Von mir. Ja, okay. Ich weiß, nee, man sieht es nicht, oder? Schuhe könntet ihr das? Ich weiß es nicht. Habe ich das gerade besser gedreht? Geht die 7 runter, ich kann die nicht mehr sehen. Ja, es ist aber blaues Licht da drin, also... Jetzt runtergehen, auf 6. Auf 6, okay, das dauert 7 Minuten anscheinend, bis das Ding desinfiziert wird. Okay, es können wird, wir kurz, warte mal, glaub mir, was passiert denn, wenn blau. Wir das Licht hier ausmachen? Nee, das war noch sauber, Licht. Scheiße. Okay, es wird dunkel hier. Da bringt aber auch nichts. Ich versuch's zu sehen. Ja, nee, Leute, nee, ich glaube. Nee. Wir machen es einfach komplett dunkel hier drin. Das dauert zu lange. Ja, wir können ja in der Zeit was anderes machen. Das kann ja dann im Hintergrund desinfizieren. Genau. Finde ich grundsätzlich eigentlich eine ganz interessante Sache. Gerade jetzt so, was ich ja gelesen habe, Handys sind ja zum Beispiel so das Allerschlimmste, ja. So, wie viele Bakterien da so drauf sind. Für Masken fände ich das tatsächlich praktisch, weil ich das manchmal vergesse, so die... Es geht auf jeden Fall dann schneller, als die zu waschen. Wenn man es wirklich vergessen hat, am nächsten Tag braucht man eine Maske, will jetzt nicht im Kiosk noch eine kaufen müssen für 10 Euro oder so. Was für Kiosk bist du unterwegs? Toll. Ja, für 3 Euro, keine Ahnung. Ja, ja. Dann kann man das mal eben 7 Euro morgens da reindroppen, 7 Minuten lang da reindroppen und dann läuft das. Ja, also das finde ich eigentlich schon gar nicht verkehrt. One Button ist. Warm Air Drying, also 45 bis 55 Grad könnte auch an Temperatur erreicht werden. Das heißt, es kann auch noch ein bisschen, wenn ihr irgendwie, weiß nicht, die Maske draußen hat geregnet, die ist nass, dann könnt ihr die desinfizieren und trocknen zur gleichen Zeit. Al Azeri fragt nach Zollgebühren. Also generell sind ja Sachen zwischen so ca. 25 und 150 Euro, fallen noch keine Zollgebühren an. Da wir hier bei 70 Euro sind, fallen also keine Zollgebühren an. Einfuhrumsatzsteuer ist dann nochmal ein anderes Thema. Die wird jetzt aktuell mit 16% könnte die anfallen, beziehungsweise in der Regel muss man die selbst dann nachher entrichten.
Also ist eigentlich die Ausnahme, dass das schon bei der Zustellung quasi gefordert wird oder so. Einfach nur so, falls ihr noch nie aus China bestellt habt. Nein, das Teil riecht nach so ziemlich gar nichts. Also es hat jetzt auch nicht so einen typischen Neu-Plastikgeruch oder so. Es hat einfach, es riecht nach nichts. Ja. Wenn ihr alle in Zukunft alle hops gehen wollt, desinfiziert bloß alles in... Okay, TS, das verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Hast du gerade die Frage mit dem Ozon beantwortet? Ich habe beantwortet, dass es nach nichts riecht. Okay, ja, ich rieche auch nichts tatsächlich. Also ich hätte jetzt nicht mit einem Desinfiziergerät gerechnet, ja, würde ich sagen. Also ich hatte irgendwie was Mobileres gedacht. So, das muss ja schon, da muss ja schon Platz für zu Hause einrichten. Ne? Das ist auf jeden Fall richtig, ja. Vielleicht halt irgendwie, wenn du einen Abstellraum hast, wo vielleicht die Waschmaschine schon steht oder sowas, oder halt im Keller auf der Waschmaschine einfach oben drauf, was weiß ich. Ich bin halt sehr gespannt, ob das gleich jetzt vorbei ist und dann merke ich so, oh, ob das du irgendwas ist, merkst oder ja, so, das, ja, das riecht, also, keine Ahnung, weil wir haben jetzt kein, weiß ich auch nicht, Messgeräte oder so für sowas. Von daher, interessante Sache. Gerade jetzt kann ich mir vorstellen, dass man das gerade für Leute, die da vielleicht besonders vorsichtig sind, was natürlich gut ist jetzt gerade in der Zeit, dass das mal eine Überlegung wert wäre. Ich habe schon öfter gesehen, dass es so Smartphone-Desinfektionssachen gibt, genau, so kleine, Schalen und ja, so, in der Größenordnung. Ich weiß nicht, wofür die Größe dann unbedingt so Sinn macht. Um einfach mehrere Sachen gleichzeitig. Mehrere Sachen, das könnte sein. Für wenn Familien. Von Familie oder so, das macht dann schon Sinn auf jeden Fall. Für unter 70 Euro ist okay. Im Moment bin ich so bei, wenn ich jetzt 70 Euro über hätte, würde ich die eher noch in die Karaoke-Box investieren als in die Desinfektionsbox. Aber an sich eine gute und wichtige Idee auf jeden Fall. So, ich sag mal kurz, was wir jetzt noch übrig haben an Gadgets. Wir haben einmal, wie gesagt, was noch fürs Homeoffice mehr oder weniger im weitesten Sinne. Dann haben wir noch was zum Zocken am PC, was in dem Themenbereich. Dann Zocken am Handy, das der Themenbereich. Und auch noch ein, warte, jetzt ist mir gerade entfallen. Ach ja, ein Smartphone. Haben wir auch noch. Smartphone ist auch noch am Start. Ihr könnt ja einfach mal wieder, was, sag mal zwei Sachen, du darfst entscheiden, was zur Auswahl steht. Homeoffice oder am Handy zocken. Okay. Oh, ich höre was hier. Der legt los plötzlich. Das war gerade nicht. Oh ja, ein bisschen. Also Homeoffice, hast du gut gesagt, ne? Homeoffice, genau, oder am Handy zocken. Also Mobile Gaming oder Homeoffice. Schreibt das mal gerne. Ein bisschen verschluckt an dem Wasser. In der Zwischenzeit hat jemand gefragt, ob das Honor Magic Book vergleichbar ist mit einem MacBook Air. Ja, das schreibe ich dort die Antwort. Ja, da schreibt er gerade eben kurz mal. Ja, kann ich nur sagen, ja. Eher Magic Book Pro, wenn dann überhaupt. Ja? Das Honor Magic Book Pro, aber eigentlich eher die Huawei MacBook. Also das MacBook X Pro. Ein MacBook Air, du weißt schon, dass Air das günstigste ist. Das Air ist das günstigste, ne? Ja. Oh, es fängt an zu riechen plötzlich. Riechst du das? Oh ja. Ist das Ozon? Ist das Ozon? Also jetzt kommt so ein leichter Geruch hier rein, raus. Also der ist nicht so mega unangenehm. Auf eine Art riecht es fast so chlormäßig. So ein bisschen chlormäßig. Ich weiß nicht, ob ich die Maske noch mal trage. Ach, das geht schon. Eher Homeoffice oder Mobile? Eher Homeoffice, okay. Mehr Homeoffice. Okay, dann Homeoffice. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr aktuell irgendwie Homeoffice macht oder machen müsst. Bei uns ist das nämlich so, dass wir jetzt wieder, auch seitdem die neuen Regelungen eingetroffen sind, auch wieder verstärkt Homeoffice machen. Wir sind immer ein paar im Büro, aber ein paar Leute arbeiten auch von zu Hause. Von daher liebe Grüße an alle aus dem Team, die zu Hause sind. Zum Beispiel Tim, Jens, Maike. Liebe Grüße an euch. Habe ich jemanden vergessen? Fabian. Sorry. ja. Oh, eine Lampe. Eine Lampe. Während du gelabert hast, habe ich schon mal ausgepackt. Also, das hier ist Homeoffice im weitesten Sinne, wie gesagt. Kann man ja ganz gut gebrauchen. Ich habe zum Beispiel auch noch eine uralte Schreibtischlampe von Ikea da rumstehen, die auch nicht mehr ganz so schön aussieht. Aber sie leuchtet immerhin noch. Aber das hier ist natürlich eine etwas stylischere Variante. Bevor wir anfangen, es wird fertig desinfiziert. Okay. Irgendwie erwarte ich jetzt, dass sie größer ist. Vielleicht kommt so Dampf raus. Okay, bei deinem Verlagern ist es natürlich runtergekracht, das Ding. Ist warm. Ich fühle sich ein bisschen... Ja, die riecht so ein bisschen wie... Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, die jetzt zum Riechen zu gehen. Nee, das macht keinen Sinn. Sag selber, kannst ja beschreiben. Es riecht so ein bisschen wie das, was gerade rausgekommen ist. Also es, ja, wie so ein... Ja, irgendwas Gesäubertes auf jeden Fall. Es riecht nicht mega angenehm, aber es riecht jetzt auch nicht super unangenehm oder so. Also ist okay. Ich kann den Geruch... Es geht ein bisschen in die Richtung... Es riecht wie gereinigt. Ja, in Richtung Chlor, aber Chlor, nicht so aggressiv. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Warte, ich ziehe mal auf.
Ja, also es riecht schon ein bisschen anders, aber es lass sie vielleicht jetzt nochmal 2-3 Minuten liegen. Vielleicht soll man die auch noch nicht benutzen direkt und dann vielleicht noch ein bisschen auslüften. Ja, interessant auf jeden Fall. Gut, machen wir mal weiter. Aber wir waren gerade beim Home weiter hier im Text, genau. Ey. Weil das hier ist eine Lampe. Das ist auch so ein Gadget. Hier steht es ja schon drauf, Good Design Award 2016. Das gibt es schon Ewigkeiten. Die habe ich schon 100 Mal auch gesehen. Die gibt es schon Ewigkeiten. Aber die ist halt auch ein bisschen zeitlos. Ah, diesmal hier wird auch direkt ein Adapter mitgeliefert für den EU-Stecker. Dann habt ihr das auch direkt mit dabei. Dann hier steht natürlich auch direkt, mit Apple HomeKit funktioniert das Ganze, mit Mija. Ich weiß nicht, ob das Ganze auch mit Google Home dann funktionieren soll im Verbund, weil ich habe zum Beispiel Google Home zu Hause. Das wäre noch nice. Liebe Grüße erstmal an Felix, er ist Sanitäter, der meinte, Homeoffice wäre witzig. Ja, das wäre ja auch nicht umsetzbar, aber gute und wichtige Arbeit, die du genau machst. Genau, vielen Dank. Vielen Dank dafür. Zauberei, schreibt jemand. Gibt es etwas Vergleichbares von Android zum iPad Pro, schreibt Tom. Ja, es gibt das Huawei MatePad Pro. Leider ohne Google-Dienste, aber ansonsten sehr nice. Haben wir auch einen Test zugemacht. Kann der Tim vielleicht auch mal eben in den Chat droppen. Das benutzt der Julian da auch gerade tatsächlich. Hat die Lampe eine RGB-Funktion? E-Light oder Alexa, wird gefragt. Wo ist der Karton? Wie gesagt, Apple steht da jetzt nur drauf und Mija. Ich weiß nicht, ob es aber Mija auch ist Mi Home. Genau. Mija ist quasi und Mi Home ist eigentlich zumindest Google-kompatibel. Ja, also so Google viel weiß ich schon mal. Sollte kein Problem sein. Alexa weiß ich auch nicht tatsächlich. RGB-Funktion? Nee, ist nur weiß. Nee, das ist nur weiß, soweit ich weiß. Vorzüglicher Scherz. Ich wollte das gleiche sagen. Okay, hier haben wir so ein cooles Xiaomi-rotes Design-Element. Sehr schick, muss ich sagen. Sieht schon nice. Sieht schon gut aus. Das sieht schon edel aus. Das kannst du so auch in so ein Büro stellen oder so. Ich muss halt sagen, weil es gibt ja auch auf Amazon ganz viele Schreibtischlampen, die ungefähr ähnlich sind. Die sind immer ein gutes Stück breiter. Und wenn jetzt hier die LEDs einfach schlau verteilt sind, sieht das auf jeden Fall schon mal stylisch aus. Genau, also man kann die auch, ihr seht ja hier schon, hier ist die Base, da ist auch noch so ein bisschen Kunststoff als Schutzfolie dran gerade. Das machen wir mal ab. Ich gucke jetzt seit 10 Sekunden auf diese Bedienungsanleitung. Und dann fällt dir auch das Chinesisch, ne? Chinesisch. Ah, okay. Kleiner Prank. Welche Infos kann ich da rausholen? Vielleicht hat hier sogar schon mal jemand von euch. Ja, da ist mit dabei. Ich kann euch das Ah, da schreibt jemand. RK schreibt, Xiaomi schreibt, die Schlampe geht mit Google Home über Mi Home Einbindung aus eigener Erfahrung. Also. Nice. Sehr cool. Vielen Dank für die Info. Dann haben wir das direkt. Was haben wir denn vielleicht nachgucken können? Wir haben, wie gesagt, das Chinesische, aber Banggood, beziehungsweise, ja doch, wahrscheinlich hat Banggood das hier einfach direkt mitgeschickt. Da ist direkt ein Adapter mit dabei, wie gesagt, sonst gibt es die auch ganz, ganz günstig zum Nachkaufen. Ja. Und das machen wir einfach das mal halt, da merkt man vielleicht so ein bisschen, dass die jetzt nicht die allerneueste Lampe ist, weil ich glaube, wenn jetzt so 2019, 2020 rausgekommen wäre, hätte Xiaomi USB-C dran gemacht. Das nehme ich auch an, genau, aber ja. Auch so gut, natürlich. Auch so gut. Ist ja sowieso, das finde ich nicht so schlimm, weil es halt eine stationäre Sache ist, so die hast du halt eh immer an einer Stelle. Genau, und zum Beispiel, ich betreibe meinen Akkustaubsauger, den ich auflade, da ist auch einfach die ganze Zeit ein Adapter dran. Eben. Das ist ja, also es ist ja egal quasi dann, wenn es einmal an einer Stelle bleibt. So, hallo Thomas. Einmal hier hinten reingesteckt. Unauffälliges weißes Kabel. Ey, weil ich Thomas gerade lese, weil Thomas D. Punkt, wenn das der Thomas D. ist, der sonst auch immer zuguckt, der hat schon ein paar Livestreams hier, war schon dabei und der war auch mal so nett und hat mal was gespendet, das habe ich mir gemerkt. Ihr habt hier über diesen Top-Chat auch die Möglichkeit, Geld zu spenden, wenn ihr wollt. Das müsst ihr natürlich nicht, kann ich verstehen, wenn ihr euer Geld natürlich lieber beim Singles Day für geile Gadgets ausgeben wollt. Aber wenn ihr die ganze Arbeit, die wir hier machen, irgendwie unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch über diesen Top-Chat und über diese Spendenfunktion machen. Aber ey, fühlt euch nicht dazu gezwungen. Wir reden nämlich jetzt über eine Schreibtischlampe und die sieht geil aus. Ich finde es nice. Also man hat halt hier den einen Button. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Das ist hier wirklich ziemlich einfach. Man steckt ein, hier ist einfach an- und ausschalten zum Draufdrücken. Und dann kann man hier dran drehen. So rum ist es dann halt dimmen. Ich hoffe, das könnt ihr hier ganz einigermaßen sehen. Und es gibt dann halt mehrere Stufen. Die sind hier auch durch so ein leichtes, minimales Klacken quasi. Man hat so ein bisschen Feedback. Aber also Chiller, oh ja. Ne? Und dann kann man das einfach regulieren, wie hell oder nicht hell das Ganze sein soll. Kann die RGB? Nee, die kann keine RGB. Das ist einfach weiß und weiß. Kaltweiß und warmweiß wahrscheinlich? Genau. Ich weiß gar nicht. Oder nur weiß? Es ist kalt und warm gemischt. Man sieht das hier in den LEDs teilweise. Die Hälfte davon ist kaltweiß, die andere Hälfte ist warmweiß. Vielleicht kann man das dann eben über die Mi-App regulieren, könnte ich mir gut vorstellen, dass dann eben nur ein Teil der LEDs an ist. Aber ich finde die so, wenn ich die mir jetzt zu Hause vorstelle, anstatt meiner alten Kacklampe, auf jeden Fall, ne? Ist schon besser. Die will das jetzt, hast du den, hast den Link schon gedroppt? Also was kostet die? Drop, ich würde schätzen, Link. 30, 40 Euro fände ich okay dafür.
sieht auf jeden Fall sehr schick und stylisch aus und ist halt wirklich zeitlos. Sie wird halt immer modern aussehen einfach. Und das kann Xiaomi ja echt extrem hast du vorher, gut. Hast du vorher geguckt, was sie kosten sollen? Nö, das war schon wieder, halt schon das war schon wieder eine gute Schätzung von dir. Digi, ich mache hier den ganzen Tag gefühlt nichts anderes, außer Tatsache. Geile Deals kloppen und mich informieren über die besten Angebote. Ich weiß, was sowas kostet. Ja, das kann man mal eben sagen. Ja, okay, ihr seht es gerade. 36,53, Tim hat das gerade mal in den Chat gedroppt. Nice. Mit exklusivem Gutschein hier von uns, für euch, mit uns und ums herum. Und was? Ich finde die ehrlich gesagt ganz geil. Ich finde die tatsächlich auch schön. Und ich finde gerade jetzt, wo man sich vielleicht auch zu Hause so den Homeoffice-Platz eingerichtet hat, mit vielleicht auch mal einem Notebook-Ständer, einer neuen Tastatur und so weiter, die ist halt echt schick, die passt. Ist modern, minimalistisch. Ist halt dieses typische Xiaomi-Design. Das ist egal, ob das jetzt ein Saugroboter ist von denen oder eine Lampe oder ja, whatever. Stilsicher. So. Wenn man das mag, dann passt das schon alles ganz gut zusammen und ja. Ja, geil. Ich finde es nice. Ja, gut. Sollen wir zum nächsten kommen? Der Tim hat den Link und den Gutschein, wie gesagt, gedroppt. Genau. Ich glaube, die stellen wir hier einfach irgendwo bei uns auf dem Schreibtisch. Easy. Finde ich gut. Kann man auch dann schön kompakt wieder zusammenklatschen. Vielleicht nicht ganz so aggressiv. Braucht, ne? Genau, da war nämlich auch noch. Wo war es denn? Hier noch so ein Ding dabei. Dann kann man das irgendwie noch enger zusammen machen. Oder ist das nur eine Sicherung? Ja, JR schreibt, er hat die Lampe schon seit Jahren, ist immer noch toll. Nice. Kann ich dir gut glauben, weil sieht auf jeden Fall, also der erste Eindruck ist super positiv. Kommen wir mal zurück zu der Maske. Werde ich gleich klauen. Jetzt haben wir einen Beweis. Die riecht immer noch so wie gerade. Also sie riecht auf eine Art sauberer. Vielleicht kannst du es auf die Entfernung riechen, weil ich wedel. Wir desinfizieren die danach einfach nochmal. Oder du wäschst die einfach zu Hause. Du hast ja eh zwei, ja, drei Masken. Wenn du nicht in die Innenseite riechst. Aber weißt du, was ich meine? Ist ja, ein bisschen, ja, ja. Aber es fühlt sich, es riecht sauberer. Es also riecht, riecht aber so steriler. Nicht so. Ja, das ist ja auch ein. Ja. Ne? Aber also. Es ist halt nicht so, dass da so ein Weichspüler drin ist, das geil riecht. Ja, klar, es ist jetzt nicht kuschelweich mit so einem kleinen Bärchen drauf. Nee, das ist hier nicht, das ist hier harte Technik. Mein. Okay. Ja? Harte Technik. Okay, dann geht's weiter mit harter Technik. Wollen wir direkt zum nächsten kommen? Was hatten wir denn? Mobile Gaming war das andere. Mobile Gaming, gutes Stichwort. Mobile Gaming ist ein. Wie? Das liegt bei Tom. Ja, okay. liegt bei Tom. Ich hab's Mobile Gaming ist ja ein Riesenthema. Nicht bei uns? Bei uns noch nicht, was natürlich aber ein bisschen an Internet und so weiter liegt. Also bis vor 2 Jahren war ja 1 GB Datenvolumen noch komplett normal. Da konnte man Mobile Gaming. Ich habe jetzt noch 3, Leute. Ja. Also wer auch dafür ist, dass Alex sich einen neuen Vertrag holt, schreibt's in die Kommentare. Julian hat nur 2, ja. Mein also erst Gott, der, ihr blamiert euch hier. Ah, ich komme damit gut klar. Okay, ich muss auch sagen, ich habe auch erst ab morgen 25 GB. Ja, das ist auch Overkill. Niemand braucht so viel. Ja. Ein Mensch, der im Überfluss lebt. Gut, jetzt packen wir aus das Ding. Okay, das ist das X2 Type-C. Plug and Play. Von GameSir. Von GameSir hatten wir schon mehrere Sachen. Hatte der Jens auch mal was getestet. Geil, da kann man dann wohl sein Handy dazwischen hauen. Und das ist hier so ein Mobile Gaming Controller. Bräuchten wir jetzt ein Handy zum Gamen? Bräuchten wir, entweder können wir meins nehmen oder halt das andere. Nehmen wir deins. Nehmen wir meins erstmal. Okay. Ah, ne, ich will den auspacken. Ja, gut, pack mal aus. Wo ist mein Handy? Da ist mein Handy. Okay, schon mal schöne Verpackung, CE-Kennzeichen ist drauf, GameSir. Ja, was kostet denn sowas? Also ich würde schätzen, das ist schon relativ hochwertig verpackt. Also das ist jetzt kein so Billo-China-Gedöns. Ich würde mal sagen GameSir, die sind aber auch nicht die allerteuersten. Ich wäre bei so 25 Euro, glaube ich. Würde ich schätzen für den GameSir X2 Type-C. Der OTG. Das ist das erste Mal, dass du daneben liegst. Oh, komplett daneben? Ja, komplett. Also. Ah, okay, ich glaube, es ist teurer. Da musst du schon 100 Euro für hinlegen. Nein. Nee, okay. Nee, aber es ist schon ein bisschen teurer. Aber wir sehen jetzt gleich auch, warum. Weil das ist, glaube ich, hoffe ich, wirklich schon eine gute Qualität. Ja, es fühlt sich schon, wie gesagt, sehr hochwertig an. Und man sieht es ja auch vorne schon an, das erinnert jeder, der schon mal eine Konsole von einem gewissen Hersteller. Die viel mit Blau und Rot arbeiten. It's me, GameSir. Welcome to GameSir World. Okay, das sieht schon. Ey, aber das sieht mal mega nice aus. Also, ne? Das ist hier der Controller. Und dann merkt. Oh, geil, guck mal, wie so muss es sein. Und das. Ey, allein wenn der Mechanismus so gut gemacht ist. Ja, klar, es ist Kunststoff, aber es fühlt sich hochwertig an. Die Sachen, die klicken sich gut. Also wie gesagt, ich bin halt, wenn dann auch Konsolentyp mittlerweile. Und das ist schon, das fühlt sich schon sehr gut an. USB-Typ-C hier auf der Unterseite. Auch USB-C hier zum Connecten. Ich kann ja und mal gerade ein Rennspiel. Ich glaube, sowas kleines, ist kleines Detail dafür. Hier, falls ihr euch da Sorgen macht. Hier der USB-Typ-C
Port hier, der Stecker, der ist so ein bisschen flexibel. Also den könnt ihr nach links und nach rechts auch so ein bisschen dehnen, sodass man da ein bisschen Spielraum hat. Ihr könnt das hier öffnen, da dürften, okay, wie viel Zoll gehen das? Also das sind wahrscheinlich so ein 5 Zoll bis 6 Zoll. Hier, da wird sogar vielleicht so ein iPad Mini reinpassen oder so, aber das hat keinen USB-C-Anschluss. Also dann ist das auch egal. Ein kleines Tablet wird vielleicht auch reinpassen. Oder halt so ein Black Shark 3 Pro Gaming Smartphone mit 7,1 Zoll. Das geht alles. Hier ist noch ein kleiner Sticker drauf. Den machen wir ab. Das sieht schon geil aus. Sollen wir es mal? Das sieht schon richtig nice aus. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare hauen, was ihr so mobil zockt. Wir spielen hier meistens für die Tests immer eine Runde Call of Duty und so weiter. Aber wenn ihr da aktuellen Vorschlag habt, was zum Beispiel auch eine geile Grafik hat, haut das mal gerne in den Chat. Genau, ich installiere jetzt einfach hier mal, weil ich es halt kenne, Asphalt 9. Weil das so ein Standard-Testspiel auch ist, ja, das ja. Rennspiel halt. Da fragt jemand, ob es akkubetrieben ist. Ich glaube, es nimmt Strom. Nee, das hat tatsächlich keinen Akku. Das nimmt sich einfach den Strom von eurem Smartphone. Was, also es wäre natürlich auch ganz geil, wenn hier, obwohl, hier ist noch ein USB-C-Anschluss. Also vielleicht haben wir da ein Kabel dabei. Aber ich dachte Kabel eigentlich, nicht dass dabei. Ich das direkt, ich kann ja einfach mal mein Handy anschließen. Hier steht was. Das wird sein, Tim. Du bist natürlich der Klügste von uns allen. Also Tim sagt gerade aus dem Off hier, dass man hier einfach noch einen zweiten USB-C-Anschluss hat, wahrscheinlich um einfach das Handy dann dabei zu laden. Weil hier der Controller Sinn. Hat einen Akkuverbrauch von 2 mAh/Stunde. Pro? Stunde. Pro Stunde, ja, okay. Milliampere? Stunde. Ja, genau. Und deswegen ist es also, solltest kaum was an eurem Akku verbrauchen, nimmt sich darüber den Strom. Es sind ja auch nur ein paar Tasten, die da geklickt werden. Ach krass, den kann man hier auch so. Das habe ich gerade schon gezeigt. Genau. Achso, hast du schon gezeigt. Ja. Ich habe nicht zugehört bei dir. Manuel kennt sich auch aus, hat keinen Akku, aber über den externen Typ C-Port kann man das Handy laden. Genau richtig gesagt. So, jetzt kommt hier direkt auch die LED. Der eine von den zwei Punkten hier leuchtet blau. Ich nehme einfach mal an, das heißt, das ist verbunden. Okay, dann zockst du mal eine Runde. Ja, ich will also Botzer69, ich glaube, der zockt damit Clash Royale. Ey, das zockt meine Freunde auch viel oder Clash of Clans. Ich bin da ein bisschen raus, aber es scheint sehr beliebt zu sein. COD wird vorgeschlagen, Clash of Clans auch. Kann auch mal Clash of Clans. Ja doch, da muss man auch so ein bisschen, ja, stimmt. Ich bin da nämlich auch ein bisschen raus, ehrlich gesagt, bei den meisten Mobile Games zumindest. Snake. Das Snake, das, ja, da können wir uns aber auch gebrauchen, die Steuerung, ne? Ja. Also man muss halt wirklich sagen, ich zocke auch relativ viel an der PlayStation und ich finde auch die Buttons. Das ist schon krass, ne? Schon eine gute Qualität, man hört es ja auch so am Klick und so. Okay, das ist jetzt nicht der billigste, doppelt so teuer, wie ich gedacht habe. 47,43 mit dem Gutschein, mit dem exklusiven Gutschein, den der Tim gerade in den Chat gedroppt hat. Ist schon so ein Ding, was man dann vielleicht für 50 Euro nicht ausprobiert, da muss man schon wollen, weil, wenn man weiß, dass man selber viel zockt, so, aber... Es ist halt dann auch, macht dann vielleicht aus jedem normalen Smartphone auch automatisch ein Gaming-Smartphone, weil du dadurch halt einfach so einen Steuerungsvorteil bekommst. Ich mach mal den Ton raus. Copyright. Da haben wir bestimmt keine Rechte für. Ja, Asphalt lädt jetzt gerade noch hier. Aber selbst, also meins ist jetzt auch nicht das kleinste Handy der Welt. Ja. Das passt auf jeden Fall noch gut rein mit dem Anwinkeln vom USB-C. Das ist schon gut durchdacht. Der Danny stockt mich ein bisschen. Ne? Fragt, ob du keinen OnePlus 5T mehr hast. Nee, schon länger nicht mehr. 7T ist das jetzt hier, wie du vielleicht dann auch schon erkannt hast. Ja, habe ich einfach mal geupgradet irgendwann. Among Us, auch immer geil. Ist ja gerade das Trendspiel überhaupt? Ja, habe ich auch schon ein paar Mal gezockt. Hast du auch schon gezockt? Der Tim auch ein paar Runden, ich noch nicht. Es macht das da Sinn, ne, oder? Doch, es macht schon Sinn, um das zu steuern eben. Ja, das ist schon sinnvoll. Das zum... Die Anwendung quasi, dieses der Use-Button, den müsste man am besten wahrscheinlich immer noch über den Touchscreen betätigen. Aber zumindest zum Steuern hier kann ich mir den Joystick schon gut vorstellen. Okay, nice. Genau, spielen. Könnt ihr mal PCs vorstellen und auch testen? Wir testen Notebooks tatsächlich. Da haben wir schon ein paar online, zum Beispiel die neuen Sachen von Huawei und Honor haben wir getestet. Richtige PCs haben wir noch nicht wirklich getestet. Und bauen aber bald einen PC. Ich habe gehört, wir bauen bald mal einen PC. Das kann was werden. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, da wird bestimmt ein YouTube-Video daraus gemacht, oder? Ja, Julian nickt. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall unten hier auf den Abonnieren-Button drücken, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann, ja, geht das Video irgendwann online. Und dann, wenn ihr auf diese Glocke vorher noch drückt, dann kriegt ihr sogar eine Benachrichtigung. Das ist natürlich auch ziemlich nice, ne? Was ist mit Kopfhörern? Gute Frage. Hat das einen Kopfhöreranschluss? Oh. Nein. Haben wir... Tatsache nicht. Okay. Aber habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Bluetooth? Bluetooth-Kopfhörer benutze ich jetzt persönlich auch, obwohl ich lange Zeit Verfechter auch vom Kopfhöreranschluss war, mit Kabel und allem. Aber halt gerade jetzt mit den Masken, es hat mich einfach zu sehr genervt, muss ich sagen. Es war wirklich einfach nur, dass es mich genervt und deswegen bin ich wirklich auf Bluetooth-Kopfhörer umgestiegen, weil es einfach einfacher und komfortabler ist in der aktuellen Zeit. Ich gehe mal kurz jetzt hier auf die Steuerung und dann zeige ich euch das mal kurz. Nein, geh weg. Mrs. Tina sagt übrigens, du sollst den neuen Vertrag holen. Bin ich auch für. Ja, dann schenk mir doch mal ein. Ja, also weiß ich jetzt nicht. Ey, ich habe den über dir, Doktor. Habe mir den für 7 Euro pro Monat, 2 GB Datenvolumen, das reicht mir vollkommen. Ja, günstiger kriegst du das fast nicht. Ja, das kann man vielleicht mal eben kurz einen Shoutout an unsere Freunde vom Deal-Doktor. Die machen auch viel so Handyverträge, falls ihr die Seite noch nicht kennt. Die sind hier auch quasi im Büro, also einfach mal auf dealdoktor.de. Die machen echt viele Handyverträge mit diversen Handys, Xiaomi-Handys, aber auch iPhones und so weiter. Sollte für jeden was dabei sein. Habe ich jetzt tatsächlich auch meinen zwischenzeitlichen Vertrag drüber gemacht. Also, wenn ihr Deal-Doktor noch nicht kennt, checkt das mal gerne aus. So, Gamepad wurde tatsächlich hier von, zumindest von Asphalt, direkt erkannt. Ah, aber guck mal, manchmal habe ich das Gefühl, unsere User sind ein bisschen schlauer als wir. Zumindest, das ich schiebe es jetzt einfach mal darauf, dass wir heute schon 9 Stunden lang nur Gutscheine und Angebote auf, für den Singles Day gekloppt haben. Aber der Petoy-User, Dono, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Scheiße in dem Spiel, also nicht der, von der hat einfach vorgeschlagen, man kann ja theoretisch einen Kopfhörer über den USB-C-Anschluss anschließen. Ja. Also einfach so ein Dongle vielleicht dran oder einen direkten. Ja, guck mal, der Tim hat auch mitgedacht. Also hier, ihr seht, ich fahre jetzt einfach mal richtig scheiße. Nicht, weil ich das Spiel nicht kann natürlich, sondern einfach, um euch das zu zeigen. Ja. Nein. Fortsetzen, okay. Sektion NRW, den Rest lasse ich mal weg. Handyverträge, checkt mal dealdoktor.de aus. Sind unsere Freunde, sitzen auch hier im Büro und die machen viele so Mobilfunkverträge. Vom iPhone bis zum Xiaomi-Gerät einfach mal. Die haben auch eine App, könnt ihr euch mal gerne anschauen. Also das funktioniert hier wirklich alles. Man kann halt die Steuerung auch noch anpassen. Das gleiche wäre jetzt halt auch für einen Shooter. Aber hier wurde das jetzt wirklich direkt erkannt, das Gamepad. Ihr seht es hier. Das funktioniert gut. Ich bin halt jetzt gerade wirklich extrem schlecht unterwegs. Das muss man natürlich sagen. Das ist der Druck hier vor laufender Kamera. Da kann er natürlich nicht performen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Geiles Gerät, wie ich finde. Sieht nice aus. Das ist sowas, was man dann im Rucksack dabei hat. So für die Jackentasche ist es wahrscheinlich zu groß, aber wenn ihr zum Beispiel Pendler seid und morgens ein bisschen zocken wollt oder nach der Arbeit, dann ist das geil. Oder aber auch abends für zu Hause auf der Couch. Die Handys sind mittlerweile einfach stark genug, dass man auch nicht unbedingt extra ein Gaming-Smartphone braucht. Hier wurde jetzt gerade schon nach guten Handys unter 200 Euro gefragt. Ey, wenn man so ein Poco X3 NFC hat oder ein Redmi Note 9 Pro, dann kann man in Verbindung mit so einem Ding natürlich auch schon ein geiles Gaming-Erlebnis haben. Wo hast du den Kopfhörer? Gerade bei dem Poco mit den 120 Hertz. Das ist natürlich auch nice. Kopfhörer, also, USB-C. Vielleicht gab es heute auch noch einen Gutschein, vielleicht ist er noch aktiv. Maximal den Poco X3 NFC-Deal für 182 Euro aus der EU. Einfach mal reinballern. Das in Kombination mit dem GameStore von Banggood hier, den man für knapp 50 Euro bekommt, habt ihr schon ein gutes Gaming-Setup auf jeden Fall für zu Hause, abends auf der Couch oder für unterwegs im Zug. Und wie der Alex gerade demonstriert, kann man damit auch USB-C-Kopfhörer zum Beispiel nutzen oder halt über so einen Dongle USB-C auf AUX, die mittlerweile meistens bei den Handys mit im Lieferumfang liegen, kann man dann auch seine normalen Kopfhörer benutzen. Ich guck mal gerade, ob das funktioniert. Natürlich. Nee. Bei mir nicht. Aber das liegt, glaube ich, auch an meinem Handy, weil ich habe immer Probleme mit USB-C-Audio. Aber theoretisch sollte das, denke ich, einfach pass-through-mäßig funktionieren. Aber sonst holt ihr euch halt einfach Bluetooth-Kopfhörer. Genau, wollen wir mal zum nächsten Gadget gehen? Also finde ich geil. Wirklich für Mobile-Gamer ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Ey, ganz im Ernst, mal eben nochmal kurzes Dankeschön an euch. 325 Zuschauer aktuell. Sehr, sehr geil. Haben jetzt 350 Zuschauer gesehen, wie schlecht ich in diesem Rennspiel bin. Ja, das ist für immer blamiert, Alex. Und dann hast du auch noch einen schlechten Handyvertrag. Also, sorry, Leute. Nicht dein Tag. Ist wirklich nicht mein Tag. Bitte schön. Was haben wir denn jetzt noch? So. Wir haben jetzt noch was fürs Homeoffice. Noch was fürs Homeoffice? Ja, nee, eigentlich auch zum Zocken eher, PC-mäßig. Und noch ein Smartphone. Ah, ich habe übrigens gerade was vergessen. Ach, Torben. Ja, Sticker. Sticker? Nee, nicht Glück gehabt. Nichts allzu Wichtiges. Schön verpackt, aber... Okay, also jetzt dürft ihr euch entscheiden, Smartphone oder PC zocken, Homeoffice, auch mehr oder weniger, aber vor allen Dingen PC zocken. Könnt ihr ja auch mal wieder im Chat entscheiden, was davon zuerst rankommt. Smartphone schreiben schon die ersten 3, 4
Da kam gerade auch noch von irgendjemandem die Frage, ob der Stream danach noch verfügbar ist, weil er gleich nicht mehr kann oder so. Ja, der bleibt auch noch online, aber ihr könnt natürlich auch jetzt gerne dranbleiben. Genau, so, Smartphone, PC. Gibt's noch ein paar Fragen? PC zocken, PC. Schade, dass es bei YouTube keine Clip-Funktion gibt, sonst hätten wir einen kurzen Clip zu Alex Zockerkünstler. Finde ich auch wirklich schade. Also das ist wirklich... Mensch. Mensch, das ist aber wirklich Manometer. Schade. Jetzt, das ist Instant Replay. Ja. PC-Socken, also, oder? PC. PC-Socken. Ja, PC hat gewonnen, würde ich sagen. Okay, da müssen wir aufräumen. Da müssen wir kurz... Gib mir mal die Waschmaschine. Die Waschmaschine, kommt sofort. Gib dir auch mal hier den Game-Sir. Tim Fang! Ich wusste gerade kurz nicht, aber... Der Torben macht schon mal verrückte Sachen, müsst ihr wissen. Ein bisschen crazy drauf heute. Ja, ein bisschen crazy drauf. Topf. Oh, ey, das ist meine Pflanze. Guck mal. Schöne Pflanze. Die war schon mal größer, die Pflanze. Die ist eingegangen, seit Torben die pflegt. Oder nicht pflegt. Nein. So. Lügen tust du, das bist du. So. Alter, das ist das größte. Wir haben zu viele Gadgets hier. Passt ja dann gut gleich wahrscheinlich zu dem zu der Lampe. Ich verfolge mal hier den. Ich habe gerade ausgepackt, du darfst sie jetzt auspacken. Während der Alex hier das Gerät auspackt von Skyworth, also Himmelswert. Ich kann mich verstecken. Oh, okay, Alex muss heute leider gehen, schon früher. Nein. Ich sehe hier schon. Oh, das sieht für mich aus wie ein Monitor. Und ich sehe hier QHD LED Backlit Display 27 Zoll. Alter Schwede, geil. Es wird ein Monitor. Während der Alex hier auspackt, ich bin jetzt hier gerade eure Q&A-Maus. Also stellt mir Fragen, ich beantworte die so schnell wie ich kann. Ist der ein bisschen. Ist erstmal ein bisschen durchgetorben, ne? Das Koffein, ich glaube, ich habe 3 Kaffee heute getrunken. Ich mach das jetzt mal. Ist das Glas da weg? Lohnt es sich vom Redmi Note 8 auf das X3 NFC aufzurüsten? Ich finde tatsächlich schon, also wenn du grundsätzlich noch zufrieden bist mit dem Note 8, dann, hier unten das umklappen? Dann nicht. Umklappen? So? Ja, ja, genau so. Okay. Also wenn du noch zufrieden bist mit deinem Note 8, dann ist, dann bleib dabei. Wenn du ein bisschen was Neues haben willst, das Poco X3, das ist schon ein ordentlicher Sprung. Mehr Power und gerade das 120 Hertz Display, das wirst du merken. Die Kamera wird wahrscheinlich auch nochmal einen Ticken besser sein. Ja, das ist schon die Frage. Stromkabel. Dann ein DisplayPort-Kabel. Wie auch alt seid ihr? Alex ist, wie alt bist du? 27? 12. 26. 12 musst du auch kurz 26 nachrechnen. 26 am Perso, ich bin 27. Julian? 28. Okay. Noch unter 30, Alter. Wiederholrate, wissen wir es schon von dem Monitor? Weißt du das? Was steht auf der Packung drauf? Wie viel Hertz? 165? 165 Hertz angeblich, okay. Das ist ja super weird, ich kenne nur 144. Filament-PLA-Angebote gerade nicht, aber check jeden Tag China Gadgets aus mit der App. Wenn es mal wieder einen geilen Filament-Deal gibt, dann über die App, über die Push-Benachrichtigung werden wir dich drüber benachrichtigen. Glaubt ihr, am Black Friday gibt es bessere Angebote? Allgemein schwer zu sagen immer, Black Friday ist dann, oder die Angebote zum Black Friday sind dann in der Regel alle hier einfach noch ein bisschen bekannter und prominenter. Es könnte vereinzelt sein. Ist immer im Vorhinein schwer zu sagen. Es gab schon mal so dieses Wochenende, wo es dann ein bisschen enttäuschend war. Es gab schon mal richtig gute Angebote. Können wir nicht sagen. Ich glaube nicht, dass sich dann, also dass es krass anders ist. Dann sind es vielleicht in Einzelfällen mal 10, 20 Euro, aber jetzt so die Mega-Ersparnis. Im Verhältnis, also schon im Ersparnis, aber halt im Vergleich zu heute. Ja, im Verhältnis zu heute meine ich jetzt, genau. Besser Xiaomi Mi 10T Lite oder Redmi Note 9 Pro. Wenn du das Geld hast, das Mi 10T Lite ist schon besser, wegen dem Prozessor ein bisschen und wegen der höheren Bildwiederholrate. Aber Note 9 Pro kriegst du aktuell auch im Angebot für 200 Euro bei Amazon. Ist auch schon gut. Also wenn du die 50 Euro hast, nimm die in die Hand, dann ist es schon ein bisschen besser. Aber wenn du eher aufs Geld aus bist, dann Note 9 Pro ist auch schon sehr gut. Ich habe jetzt schon alles ausgepackt hier. Ne? Ich habe hier so ein... Ach nee, Quatsch, ich habe noch nicht alles. Ich habe mich gerade gefragt, was hier noch drin ist, aber ja, natürlich Monitor. Ein Teil vom... Ständer noch. Das hier ist komplett Metall übrigens. Das ist schon mal nice. Da kann man nämlich Torben mithauen. Bestes Xiaomi-Handy mit AMOLED zwischen bis 300 Euro. Xiaomi Mi 10 Lite 5G mit dem Snapdragon 765G. Meistens so bis
270 Euro, 280 Euro, aber mit 5G-fähig und AMOLED gönnt euch das. Mal, das ist sehr gut unter 300 kannst du mal, nee, kannst du, ja, das brauche ich wahrscheinlich auch. Du kannst gute Alternative von Google Pay für Huawei gibt es noch nicht, glaube ich. Ich habe mal gehört, die arbeiten an Huawei Pay. Huawei Pay soll noch dieses Jahr auf den deutschen Markt starten, allerdings erstmal wohl nur mit QR-Code-Lösung, also so ein bisschen wie Payback Pay zum Beispiel, wenn man das kennt. Nächstes Jahr soll dann auch wohl irgendwas mit NFC hoffentlich folgen, aber das wurde jetzt nochmal kürzlich bestätigt, dass sie es wohl noch dieses Jahr schaffen wollen. Ist die offizielle Aussage? Ja, aber mehr Infos haben wir da auch nicht. Viel wichtigere Frage, welche Zungenbrecher könnt ihr? So, ich kann keinen. Ich kann auch wirklich keinen. Sorry Fischer übrigens Spritze für alle. Fischt frische Fische, den kriege ich. Muss man Schraubenzieher. MIUI 12 Update für das Mi 8. Ich hoffe, ich weiß es gerade nicht. Also da, das ist halt, das sind so viele Modelle, da weiß ich jetzt nicht auswendig, was wann kommt. Ich brauche keinen Schraubenzieher. Oh, nice. Ich brauche doch keinen, alles gut. Sollte ich vom Realme XT zum Xiaomi Mi Note 10 wechseln? Nein. Vielleicht brauche ich doch einen. Er hat Ständer gesagt. Ey, ihr seid, ihr habt genau den gleichen Humor wie wir. Das nice. Ist schon mal gut. Ich brauche vielleicht doch einen, Tim. Es tut mir leid. Um was für ein Händel, um was für ein Panel handelt es sich? Das finden wir auch gleich raus, nachdem ich das Ganze hier zusammengebaut habe. Das finden wir gleich raus, Alex baut noch zusammen. Planen wir in Zukunft wieder mehr Huawei-Handys zu testen? So ein Mate 40 sieht schon geil aus. Sieht tatsächlich geil aus. Ist halt, also kann man jetzt mal ganz ehrlich so sein, ist halt immer ein bisschen schwierig, ja, weil so ein Test und Video und was, das kostet alles sehr viel Zeit. Das Mate 40 haben wir jetzt auch so, abgesehen davon, nicht bekommen, aber manchmal ist es so, dann bei so einem 1200-Euro-Gerät ohne Google-Dienste ist immer ein bisschen die Frage halt auch, ob sich dann das so krass lohnt. Ich finde es auch geil, ich hätte es sau gern hier gehabt. Das sieht nämlich mega geil aus und die ganze, also ich habe gesagt, ey, wenn das, wenn... Ah, da hat jemand geschrieben, vorne am Tisch, dir ist was runtergefallen, da vielleicht... Weißt du, wie soll ich das sehen? Und Dankeschön. Nice. Nico. Vielen, vielen Dank. Also wenn wir das Mate 40 noch von Huawei bekommen, gerne her damit, wir würden es dann schon noch testen, wir haben es jetzt leider nicht bekommen. Nico hat es nicht gesehen, aber er hatte im Kopf, dass es runtergefallen ist. Wie kann das dann nicht, also er hat es gedacht einfach. Nee, also man hat es eben gesehen, dass es runtergefallen ist, aber er hat es dann wahrscheinlich noch auf dem Schirm gehabt. Super, ey, vielen Dank, das hätte hier sonst noch Ewigkeiten gedauert. Welches, S20 oder Xiaomi Mi Note 10? Boah, ich bin, muss ehrlich sagen, ich bin kein Riesenfreund von dem Xiaomi Mi Note 10 gewesen. Vielleicht habe ich mal ein kleines Rant-Video gesehen. Vielleicht dann sogar doch eher das S20, aber ist halt auch ein gutes Stück teurer, ne? Muss man halt auch mal sagen. Vorne am Tisch, da steht's ja. Bestes Handy unter 600 Euro, OnePlus 8T. Wozu und wenn ihr aufpasst, dann gibt es vielleicht gleich noch einen Gutschein dafür. Das macht keinen Sinn. Ich mache das jetzt einfach so, wie ich denke. Ich weiß nicht, wozu das andere da sein soll. Nee, nicht andersrum. Okay, wenn der Alex aufbaut, ich habe noch ein bisschen Zeit für Fragen. Xiaomi bietet, soweit ich weiß, keine Tablets in Europa an. Schade. Welches Tablet würde dir empfehlen? Kommt drauf an, was du machen willst und wie viel du ausgeben willst. Wenn du auch auf Google-Dienste verzichten kannst, dann das Huawei MatePad auch gerade in der Singles Week bei Huawei für 230 Euro oder so. Gutes Ding theoretisch, wenn du mehr ausgeben willst. Wenn du kein absoluter Apple-Hater bist, ey, so ein ganz normales iPad macht halt auch noch viel Zeug. Und wenn es cool, richtig nice sein soll, so Huawei MatePad Pro, wo haben wir gerade schon mal angesprochen, ist ein geiles Ding, leider auch ohne Google-Dienste. Ja, 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 das war's, krass. Hast du Samsung-Tablets gesagt? Ah, die Samsung Tab S6-Reihe ist auch... Genau, da das S6 Lite ist halt zum Beispiel halt das günstigere Modell von den beiden, was dann auch ein bisschen erschwinglicher ist, weil das Tab S6 kostet irgendwie... Ja, ist teuer, ne? 600, 700 Euro oder sowas, das ist schon echt teuer. Aber das S6 Lite ist halt so das aktuellste, hat dann auch Stift-Support und sowas. Ja, ist vielleicht dann so preis-leistungstechnisch für den einen oder anderen attraktiver. Ja. So, Leute, ich hab's, glaube ich, geschafft. Okay, yay. Haben wir mal fertig. Sieht schon gaming-mäßig aus. So sollte man ihn übrigens nicht anheben. Alter Schwede. Deswegen ist der, okay. Ich habe mich schon gefragt, Alter, so soll der stehen. Okay, das sieht aber mal krass aus. Das habe ich noch nie gesehen. So ein, so ja gut, dann müsste ich jetzt eigentlich auch noch hier die dritte Schraube dran machen. Ja, der hält schon. Sagte er. Das waren famous last words. Famous ja. last words of a monitor owner. Der ist jetzt von Skyworth. Bei welchem Preis sind wir denn da, Tim? Also 27 Zoll, 165 Hertz. Ich hätte tatsächlich um die 270 gesagt.
Ist ein bisschen, ist der schwenkbar? Nee, der ist oben. Schwenkbar ist er nicht, aber wir können von oben nach unten so. Also in der vertikalen. Das ist korrekt. Wir können hoch und runter gehen. Okay. Das ganze Ding an sich. Ja, mach mal Strom dran vielleicht. Ja, und das war es eigentlich auch. 27 Zoll ist schon eine gute Größe, ne? 27 Zoll ist schon mal nicht verkehrt. Tim, kannst du mal nachgucken, was das für ein Panel ist? Oder hast du das schon beantwortet? Weil das hat... Ja, genau. Was, das hatte nämlich vorher. Hast du den Link schon gedroppt? Sonst kann ich auch eben hier gucken. Genau, Tim kann auch mal den Link droppen. Ah ja. Ich kann dir mal kurz sagen, hier hinten, das seht ihr ja nicht, ist ein USB-Anschluss, zwei HDMI, ein DisplayPort und ein Audioausgang. Das ist übrigens auch 21:9, ne? Nicht 16:9. 21:9. Es ist IPS, sehe ich gerade, ist immer. Okay, IPS, also LCD offensichtlich, ne? Aber genau, IPS. IPS LCD. Mit einer Auflösung von 2560x1440. 10-Bit-Panel, 1,07 Millionen, ne, Milliarden Farben. Irgendwas Großes, ne? HDR. Eine Millisekunde Reaktionszeit, sagt Tim gerade noch. Ja, IPS Hardscreen steht hier. Interessant. Ja, und ich bin gerade zu blöd, das anzukriegen, oder? Wie sieht aber das 165 aus? Hertz, das ist es halt. Ne? Aha, da ist es. Da müssen wir vielleicht mal was anschließen. Ja, ja. Anschließend sollen wir da was anschließen. Okay. Okay, okay. Peto USA sagt 21:9 und 1440p für einen annehmbaren Preis. Ich muss ehrlich sagen, ist nicht ganz hundertprozentig meine Baustelle, aber wenn du sagst, der Preis ist gut. Also the price is right. Klingt für mich auf jeden Fall schon mal fair. Das ist HDMI-Kabel. Ja. Hier, unterm Tisch. HDMI-Kabel. Okay, ich starte mal eben irgendwas anderes. Was kann Sony, ich denn mal starten? Der rechnet vor 2000. Okay. Ja. So, ich mache einfach mal hier das. Okay, HDMI-Ports und so hat es schon vorgerechnet. Habe ich schon gesagt, genau. Kannst du mir mal erklären, warum braucht man jetzt einen USB-Anschluss daran? Habt ihr eine Ahnung, warum da ein USB-Port dran ist? Sachen aufladen. Hast du eine Ahnung? Ich wollte auch sagen, so Sachen aufladen. Vielleicht kannst du einen USB-Stick dran stecken und Fotos einfach abspielen. Du kannst vielleicht also den, oder du kannst auch den Ton, wenn du es über HDMI anschließt, dann hast du ja auch Ton. Und dann könntest du den Ton vielleicht vom Display an dein Headset oder sowas, an ein USB-Headset oder sowas. Okay, hat der Lautsprecher, das müssen wir gleich mal ausprobieren. Testen wir gleich mal. Ich mache jetzt einfach mal HDMI 1. Oh, er leuchtet grün. Oh, wir haben hinten RGB-Beleuchtung. Ja, das müsste man jetzt hier Streamception, ne, Leute. Okay, wir haben hier gerade so ein pulsierendes RGB-Licht. Kann man das irgendwie drehen und zeigen? Geht der jetzt kaputt, wenn ich... Ja, pass auf mit dem Ständer hier, ne? Das ist nur angetackert. Schon wieder Ständer gesagt. Sieht man das? Ja, sieht man. Ja, RGB-Beleuchtung pulsiert gerade. Ich weiß nicht, ob man das einstellen kann. Du hast auch noch die Lampe nach da unten, wo du gerade deine Hand dran hast. Ach so, ja, unten ist auch noch ein Licht. Ja, nice. Kann man... Höchstwahrscheinlich auch ausschalten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wahrscheinlich. Ja, Ton wollten wir checken. Ja, aber nicht den Leitung. Achso, hier kann ich nur durchschalten, das will ich ja nicht. Testsieger TV. Danke, lieber Freund von Testsieger TV für die Spende im Top-Chat. Sehr cool von dir. Liebe Grüße. Du warst ja auch schon mal hier genau auf der Couch, wenn ich mich recht erinnere. Sehr nett von dir. Dankeschön. Ja, cool. Wie gesagt, das ist dieses Top-Chat-Feature, was ich gerade schon mal angesprochen habe. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das hier mit einer Spende supporten. Boah, Leute, das ist hier alles auf Chinesisch. Guck mal, Dono hat recht, RGB macht den PC schneller. Das ist ein Fakt, oder? Das ist wirklich ein Fakt. Da sind wir uns alle einig. Das ist genauso ein Fakt, wie man sich man spielt dann auch automatisch mehr RAM downloaden kann, um besser zu zocken. Ja. Okay, wenn man jetzt noch Chinesisch könnte, ne, Leute? Das FreeSync wird supported, das ist das einzig englische Wort, was ich da erkenne. Ist das alles auf Chinesisch? Das oder? Menü ist aktuell noch auf Chinesisch, aber... Kann man vielleicht umstellen? Ich wette, man kann es irgendwie umstellen. Wenn ich jetzt halt noch wüsste, wie, ne, dann hätten wir wirklich gewonnen. Live-Show. Response-Zeit, also Reaktionszeit ist eine Millisekunde, steht hier. Dann wird es wohl stimmen. Kann er natürlich auch an die Wand hängen wahrscheinlich. Ist das so ein Weser-Support? Ja, genau, das wollte ich eigentlich auch mal, das kann der Tim bestimmt auch mal rausfinden, ne, Tim? Ich will da keine Weser-Dingsi, ich glaube, da kein Weser.
Weil hier steht theoretisch auch möglich an der Support the Hanging Wall, aber ich glaube, es ist nicht im Weser-Standard. Muss man vielleicht selbst irgendwie das hinkriegen. Ihr bräuchtet einen Chinesen im Team. Ja, Jens ist hier unser an-Chinesisch-Gelernter. Immerhin, angelernter Chinese. Mr. Lightning, nein. Weser 100x100. Das könnte sein. Das sieht nämlich quadratisch aus. Ja. Es ist immer, Weser ist immer quadratisch, oder? Ja, Weser okay, 100x100. Nice. Sonny Jair, Props an dich. Cool von dir, dankeschön. Leute, ich glaube... Ist ja auf Chinesisch, ne? Ich will jetzt ja, aber gut, aber das Ding ist so, ja, es ist vielleicht bei der Einrichtung jetzt ein bisschen nervig, aber wenn die Einstellungen einmal drin sind, ist ja eigentlich auch egal, oder? Eigentlich schon. Ganz unten warst du schon, ne? Ach ja, ist ja auch egal jetzt. Ja, aber Ton müssten wir checken. Wir können ja einmal, ich kann ja einmal hier Ton anmachen. Nicht vom Stream selbst. Liebe okay. Grüße an den Bobby Boy zurück. Dankeschön. Hier wird gerade über Handys diskutiert. Wir sind noch gerade bei dem Monitor für 250 Euro. Wir hatten ja auch den Xiaomi-Monitor hier, der ist nochmal ein bisschen größer, mit aber weniger Hertz, 144 Hertz. Ne? Und der war auch curved und der kostet so nochmal knapp 100 Euro mehr im Angebot. Ja, der war auch schon für 360 mal im Angebot. Also hier so für 250 Euro. 27 Zoll. Ich glaube, 27 Zoll dürfte schon für die meisten Leute reichen. Also ich höre jetzt hat eine RGB-Beleuchtung, was cool ist, aber scheint keine Lautsprecher zu haben. Da ist auch nirgendwo jetzt ein Lautsprechersymbol oder sowas. Ist da hier Heimblöd und Captain Blaubeer oder was? Genau. An dem Tag bin ich in den See gestochen, falls ihr das gesehen habt. Tim, was machst du da eigentlich mit dem Poco X3 NFC in der Hand? Ja, ich spiele ein bisschen mit dem Gamester rum. Okay, der Tim testet gerade das günstige Budget-Gaming-Smartphone-Setup, was ich vorgeschlagen habe. Oh, nee. Und ist geil? Das ist falsch. Ja, hast leider keine Tür drauf. Also, ja, ich sehe hier keinen Lautsprecher. Tim, wenn du das noch rausfinden kannst, aber ich glaube, es sind auch keine Lautsprecher vorhanden. Aber, ja. Ja, dann ist das so. Dann ist das so. Meistens sind diese integrierten Lautsprecher eh nicht die geilsten. Genau. Sollte man eh dann beim Zocken wahrscheinlich benutzen, die meisten Leute eh Kopfhörer oder halt einen guten Speaker. Mad Muffin, nein. Glaube ich. Julian ist am Lachen. Wie geil wird das denn? Bennett Hammerer hat genau recht. Lautsprecher im Monitor sind eh meistens Müll. Also wie gesagt, 255 Euro. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das fair findet. Für einen 27 Zoll 1440p Monitor mit 165 Hertz im 21:9 Seitenverhältnis. Bam, ich habe die Specs on lock. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Wie gesagt, es ist nicht ganz meine Baustelle. Es hört sich auf jeden Fall okay an, würde ich behaupten. Auch wenn das Ding nur auf Chinesisch ist. Wie gesagt, Tim haut nochmal den Link rein. Und dann kommen wir jetzt auch zum letzten. Nee, komm mal. Wir machen jetzt noch das hier. Ja, den müssen wir den Fall mir immer auf Seite räumen. Nee, Quatsch. Ja, Digga, das steht voll im Weg. Ja, okay. Räume auf Seite. Ich gehe nochmal auf Fragen ein, kurz. Drei Fragen. Ja. Go for it. Kommt noch was von Xiaomi? Nein. Hab ich auch gemerkt. Ach ja. Gamepad-Code nochmal bitte, Tim. GameStar-Code bitte nochmal. Merke, habe ein Redmi Note 8 und merke jetzt nach knapp einem Jahr, dass der Akku ungefähr 25% schwächer ist als normal. Als sonst ist das normal. Das wäre, scheint schon ein bisschen viel, wenn es genau. Vorsicht, das hintere Jahr Bein ist. Du könntest mal gucken, ob du über deinen Shop oder wo du es gekauft hast, noch hier liegt da mal einen Garantiefall oder so anfragen kannst. Also eigentlich klingt es nicht ganz normal. Also die Xiaomi-Akkus, die halten eigentlich länger als ein Jahr. Tom, ich mach einfach weiter, ne? Eine Frage muss ich noch beantworten, das habe ich versprochen. Bestes Handy mit Teleobjektiv, besten Zoom. P40 Pro, aber ohne Google-Dienste. Ja, theoretisch Xiaomi Mi 10 Ultra, weil 120-facher Zoom. Ja, man okay. Ist da halt irgendwann in einem Bereich. Aber das ist ein 48-Megapixel-Sensor, also theoretisch. Ja, wahrscheinlich Mi 10 Ultra. Okay. Are we ready to rock and roll? Mika Heischkel, bevor es direkt zum nächsten geht, wir sagen noch eben kurz, was vorgestellt wurde. Wir hatten hier eine Blitzwolf-Karaoke-Maschine für rund 70 Euro. Wir hatten eine Sterilisationsbox. Sag mal das so? Desinfektionsbox. Mhm. Sterilisationsbox. Das klingt gefährlicher. Desinfektionsbox für alle möglichen Sachen. Wir hatten einen Gaming-Monitor gerade eben. Wir hatten einen Game-Controller und wir hatten die Xiaomi-Schreibtischlampe. Ich habe nichts vergessen, oder? Nee. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar noch was vom Blitzwolf. Ein Blitzwolf
BWAS3. Und das ist... Der Monitor ist echt gut. Ja. Ich war die ganze Zeit ja am Menü rumspielen. Ich habe mir jetzt den mal hier so angeguckt, was der so alles hat. Ist gut, ne? Ist nice, ja. 10-Bit-Panel auch für mehr Farben. Ist cool. 1440p. Ist eh so ein bisschen, so finde ich, glaube ich, der Sweet Spot für Zocken. Finde ich nice. Warum bin ich eigentlich nach 3 Jahren Unboxings schlecht im Unboxen? Weiß ich nicht. Okay, wir haben hier einen AS3 Wireless Speaker. Der sieht nice aus. Alter, der ist richtig schwer. Okay, der erinnert mich an so einen anderen Speaker aus China, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ein bisschen, ne? Aber es erinnert mich auch an einen anderen Speaker aus Kalifornien. Im Lieferumfang erhalten ein Klinke-zu-Klinke-Kabel 3,5 mm und ein USB-A zu USB-C-Kabel, das gefällt mir schon mal. Ja, USB-C-Ding ist dran. Hat einen 12.000 mAh Akku. 12.000? Das also ist quasi so eine Powerbank. Ja, ist mega schwer. Fühlt sich aber mega hochwertig an. Hier dieses Netz. Du machst mal so ein USB-Ladegerät. Bin sehr gespannt, ob das hier zur Bedienung dient. Hat der Akku? Drück mal Opti-Knöpf hier. Oh. Hier hinten ist ein Power-Button auf eine Art. Gedrückt halten. Alter, okay. Dankeschön. Der hat NFC. Alle, hier haben wir ein kleines Display drauf. Bedienfeld sozusagen. NFC, dann kann ich das hier theoretisch direkt pairen, ne? Ja, das wäre jetzt der Mega-Killer. Zeig mal. NFC ist drauf. Wo ist das NFC-Tag? Da oben. Ja. Ja. NFC. BWAS3. Ja, so wird er heißen, ne? Kopplung wird durchgeführt. Boah, jetzt bin ich super gespannt, weil der sieht schick aus, muss ich sagen. Der fühlt sich hochwertig an. NFC-Tag zum Koppeln. Hier oben so ein Display. Bedienfeld. Hier ist auch ein Mikrofon-Button. Vielleicht kann man darüber auch telefonieren oder sowas wahrscheinlich. Ja, bin gekoppelt. Muss jetzt royalty-free Music anmachen oder so. Julian, sag mal auf YouTube oder so einen Kanal, den ich anmachen darf, ohne dass wir gesperrt werden. Geh mal in eines unserer Videos und deine Videobeschreibung. Okay, hier unten ist schon mal Lautstärke leiser, Lautstärke lauter. Und dann wird das hier mit so Punkten angezeigt. Insgesamt sind es 300 Euro und Xiaomi packt tatsächlich sogar. 300 Euro? Sorry. Wir wollen jetzt mal. Du machst, also bist ja die ganze Zeit da auf Plus am Drücken. Achso, das macht. Achso. Das macht's lauter, Torben. Ja, ich wollte ja gucken, wie viele Punkte da sind. Hallo. Volle Lautstärke. Ja, natürlich. Das war volle Lautstärke, okay. PK, nee, ist es nicht, aber er sieht ein bisschen nach dem aus, den meinte ich auch. Wie teuer sind wir denn hier unterwegs? Weil ich möchte schätzen, ich weiß es nicht. Blitzwolf ist halt immer relativ sparsam. Ich würde hoffen, starke 55 Euro. Wobei das schon ein bisschen... Das ist schon ein bisschen sehr günstig, oder? Das ist schon ein bisschen günstiger. Okay. Post meinen Link, Tim. Postet den Link. Guter Bass. Ein schöner Bass hier. Und das ist halt wirklich so ein... Surround Sound, 360 Grad. Ja, kommt vor. Oh, der Tim. Ne? Der Tim, der hat schon 80.000 Bluetooth-Speaker getestet. Der sitzt da gerade auf seinem Bürostuhl und wippt so ein bisschen. Also, das ist schon ein gutes... Ich mach mal kurz ganz laut. Geh mal ein bisschen weg mit deinem Mikro am besten. Dann mach nochmal laut. Hä? Feierabend. Okay. Positiv überrascht, muss ich sagen. Tim sagt auch, klingt gut, also schöner Bass, schöner 360 Grad 70 Watt. Sound. 70 Watt. Bluetooth-Version 5.0, also auch da recht aktuell mit am Start. Genau, Ladekabel liegt bei, kann man einfach über USB-C dann aufladen und natürlich auch betreiben. Das ist ganz Bass-Test. Nice. AP19 fordert Bass-Test. Sind die royalty-free? Ja, ist nur Bass. Da war ja gerade schon Bass drin, Leute, ne? Also. Aber das klingt wirklich schön. Man muss das vielleicht auch nochmal. Hast du das gerade schon gezeigt, wie nice das Display so aussieht? Ja, ein bisschen. Also hier eine Blitzwolf, das sieht man wahrscheinlich nicht hier in der Mitte, ist so eine Touch-Taste, Play-Pause, funktioniert, wie man sieht. Genau. Dann haben wir hier Plus-Minus für natürlich lauter, leiser. Hat nochmal 10 Watt mehr als die Konkurrenz, heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass es dann ein besserer Sound ist, aber es klingt schon gut. Könnt ihr was über Blitzwolf erzählen? Ist eine deutsche Firma? Nein, ist interessanterweise das gleiche Thema wie damals. Ich bin nämlich auch ein bisschen drauf reingefallen, als ich noch lang bevor China Gadgets habe ich mir was von Anker gekauft, weil ich dachte, es wäre eine deutsche Firma, weil Anker.
Und das gleiche denkt man wahrscheinlich auch bei Blitzwolf. Ist aber in dem Fall auch eine Firma oder gehört irgendwie zu Banggood, die hier den Livestream mit uns in Kooperation veranstalten. Von daher haben wir auch von denen jetzt den Speaker bekommen. Und da haben wir schon ein paar Gadgets von gehabt. Zum Beispiel die Karaoke-Maschine, die wir gerade vorgestellt haben. Die war davon USB-C-Kabel und so weiter. Hatten wir schon eigentlich immer eine ganz solide Qualität und so weiter. Wenn man sich davon zwei bestellt, kann man die so im Stereo-Modus hauen. Stereo-Speaker, also zwei. Genau. Einer kostet 66 Euro, zwei davon 130 Euro. Und dann kannst du die halt als Stereo-Paar zusammen connecten. Das ist schon nice. NFC haben wir ja gerade schon das gezeigt, dass das gut funktioniert. Das ist voll geil. Immer nice. Es ist halt wirklich auch stylisch. Der ist schön. Der geht genau. Halt so in jede Wohnung. Und den so irgendwie, ich frage, es hat ja so ein Google Assistant oder sowas? Ich guck gerade. Also er hat ein Mikrofon, ja, hat auf jeden Fall eingebaut. Ist das vielleicht eher so, kannst halt Sprachnachrichten drüber machen, oder? Genau. Er hat auf jeden Fall, ja genau, wenn man halt irgendwie sein Handy verbunden hat und dann angerufen wird und so, dann kann man das vielleicht auch so als Conference-Speaker oder so, keine Ahnung, oder wenn man einen Kumpel anruft und so, können alle mithören dann. Das funktioniert auf jeden Fall, genau, 3,5 mm Klinke. Eingang ist natürlich auch hier hinten vorhanden, hinter diesem Cover, was dann halt auch ein bisschen vor Wasser schützt. Ich glaube, er hat kein offizielles IP-Rating. Genau, aber das ist eh eigentlich ein Speaker, der sieht ja schon so aus, den hat man eigentlich zu Hause im Wohnzimmer stehen. Ja. Da habt ihr jetzt hoffentlich nicht die ganze Zeit Wasserschlachten. Tim, kannst du nochmal den Gutschein für das Gaming-Ding reinhauen? Für das Controller. Ey, ich bin positiv überrascht. 66 Euro finde ich noch fair für einen schönen Speaker für zu Hause. Das sieht schon geil aus. Er fühlt sich sehr hochwertig an, muss ich sagen. Geiler, guter Sound. Oh, was machst du jetzt? Ich weiß nicht, was er tut. Ich wollte was ausprobieren, aber es klappt, glaube ich, gerade noch nicht. Was denn? Nee, ob man da mit den... Wie viel ist 2 plus 2? Die Antwort lautet 4. Okay, das kam jetzt zumindest auch darüber raus. Und dann hat das ja auch das Mikrofon hiervon aufgenommen. Nehme ich mal an. Ja, warte, jetzt kann man testen. Wo könnte das Mikrofon sein? Meinst du es oben oder so? Aber das ist leider nicht die Taste. Doch, man kann es damit aktivieren. Okay, nice. Nee, aber hier ist noch eine Taste mit einem Mikrofon. Und wenn man die lange gedrückt hält, das ist ja auch in der Erklärung, dann kommt irgendwann der Google Assistant und dann könnt ihr fragen, wie viel ist 3 plus 3? Okay, der hat hier das Wesentliche laut Wikipedia. Die Bundesautobahn 3, Kurzform Autobahn 3, ist eine der wichtigsten deutschen Autobahnen. Okay. Genau, aber es funktioniert, dann kann das dann auch eben darüber aktivieren. Wie so ein Smart Speaker halt. Genau, ich weiß nicht. Hey Google. Nee, okay, sorry für alle, die ich jetzt das zu Hause aktiviert habe, aber das funktioniert dann nicht. Ja. Aber man kann es eben übers Drücken da aktivieren, was schon mal ganz nice ist. Matt Muffin fragt, ob der Sound vergleichbar ist mit Markenlautsprechern von JBL und Bose. Das müssen wir natürlich jetzt nochmal ausführlicher ein bisschen testen zu bei verschiedenen Songs ich und so weiter. Ich würde sagen, der liegt irgendwo zwischen JBL Extreme und JBL Charge. Irgendwo so dazwischen. Okay, also der Tim, der Audio-Experte, meinte, liegt irgendwo zwischen JBL Charge und JBL Extreme. Und damit auch preislich auf jeden Fall gut, ja. Ja, die Charge 3 ist teurer als der. Charge 3 ist schon teurer als der. Extreme ist nochmal ein gutes Stück teurer. Das sagt Tim. Also ich finde nice, muss ich sagen. Der ist der perfekte Speaker fürs Büro hier auf jeden Fall. Ja. Allein schon durch den 360-Grad-Sound, genau. Den kannst du irgendwo in die Mitte stellen und jeder kriegt gleich viel davon ab. Schön räumlichen Klang finde ich dann dadurch. Und ja, guter Bass soweit. Und halt Akku ist tatsächlich auch von Vorteil, ne? Wenn man den mal vielleicht von hier irgendwie ins Wohnzimmer stellen. Du könntest vermutlich ja sogar, dadurch, dass das Bluetooth 5 ist, ist ja die Reichweite auch ziemlich gut. Dann stellst du einen davon, stellst du bei dir ins Wohnzimmer, einen ins Schlafzimmer oder in die Küche oder sowas. Dann sind die connected, dann hast du quasi wie ein Smart-Speaker-Setup, aber halt in günstiger. Ja. Auch eine Möglichkeit, finde ich auch cool. Ja, nice. Ja, cool. Also, Tim kann gerne dazu auch nochmal den Gutschein droppen. Finde ich echt geil. Er hat mich sehr positiv überrascht. Auch sowas wie NFC-Koppeln und so weiter ist halt geil, wenn du die Freunde da haben willst und dann nervt der eine Freund immer, wenn er mal nicht seine Playlist anmachen kann und dann kann er einfach sein Handy dran halten. Gibt es auch noch aus dem Spanien- und Tschechien-Lager. Also dann nochmal schneller da. Musik. Da kam gerade Musik. Ja, hast du gerade auf Play gedrückt. Achso, sorry. Ja.
Okay. Ja, okay. Dann kommen wir jetzt zum letzten Gadget für heute. Und da haben wir uns natürlich einen Kracher aufbewahrt. Ein Kracher, kann man nicht anders sagen. Es ist nicht das 1T, es ist nicht das 2T, es ist nicht das 3T. Es ist auch nicht das 4T, 5T, 6T oder 7T, weil das habe ich hier schon. Ah. Es ist, Leute, das 9T. Ah, Frank, nee. Das ist OnePlus 8T. Und so viel kann ich schon mal sagen. Laut Alex das beste Handy für unter 600 Euro aktuell. Ich habe es gerade schon mal kurz gesagt. Ist tatsächlich heute auch im Angebot bei Banggood. Wir haben auch gleich nochmal einen exklusiven Gutschein. Und ja, das ist wirklich on point, könnte man sagen. OP steht nicht für OnePlus, sondern für on point. On point, genau. Mit im Lieferumfang, weil ich das jetzt immer schon die ganze Zeit gesagt habe bei den Gadgets, ist hier ein Case mit dem Never Settle Aufzug. Du kannst das Handy mal kurz in die Hand nehmen und ein bisschen in die Kamera halten. Ich zeige mal, was hier in dieser großen roten Kiste noch mit dabei ist. Das ist jetzt halt die blaue Farbvariante. Es gibt auch noch eine, was war das nochmal, so gräulich, meine ich, gab es noch. Ist kein blau? Ja, blau, grün, türkis, okay. Ja, wir sind Männer, wir können eh keine Farbe. Ja, das ist wie ja ist jetzt, das? Das ist doch blau. Das ist doch jetzt mal, wo geht der wohl blau als blau durch? Von hier sieht das ziemlich grün aus. Ja, das kommt natürlich immer daran wieder an, wie das schimmert. So. Aber was das Geile ist, welche Farbe ist das? Welche Farbe ist das, genau? Für mich ist das blau. Ja, ich würde mich auf ein Türkis einlassen. Aber es ist nicht grün. Also blau, türkis, grün. Ach Gott. Es gab doch diese Farben kenne ich nicht mehr. Es gab die eine Folge bei Netflix, wo alles immer blauer wurde. Bei. Das ist dein Freitagabend, Alex. Sorry. Ey, was meinst du? Julian kriegt dich nicht mehr ein. Das Handy so gut bei der Augen. Sieht in der Kamera ganz anders aus im Livestream als es echt. Ja, okay. Genau, es gibt auch noch eine Luna Silver Variante, die ist jetzt hier spiegeln. Es gibt dann noch eine matte silberne Variante bzw. graue Variante. Mit dabei ist 65 Watt Ladegerät, das ist sehr, sehr nice. USB-C auf USB-C, damit ist das Ganze denn in, was waren es? Ich glaube 40 Minuten fast voll. So 35 Minuten. Ja, das ist Jade, nice. Aquamarin, Türkis, kommt alles hin. Ich akzeptiere alles. Bester Konter, danke Christine. Oh. Ja, Man kann nur kontern, wenn vorher ein Angriff stattgefunden hat. Ich war hier ganz friedlich, ja, habe hier einen Livestream gemacht und Torben attackt mich hier einfach so von der Side, ja, von der Side of Life. Ich bin nicht ganz so tief im OnePlus-Thema wie der Alex, denn der ist OnePlus-Fan der allerersten Stunde und hat schon ein paar OnePlus-Smartphones gehabt. Aber trotzdem, wir haben uns auch schon Anfang des Jahres so ein bisschen diskutiert bei dem OnePlus 8 Pro und dem Oppo Find X2 Pro, weil ich das Oppo so geil fand und du das OnePlus 8 Pro. Das ist nicht direkt der Nachfolger von dem 8 Pro, sondern halt eher von dem normalen 8er. Genau. Und macht tatsächlich extrem viel richtig, gerade für den Preis von 599 Euro. Es fängt bei so Sachen an wie Speicher, einfach 8 GB RAM, 128 GB ist schon nice. Dann hat man hier ein 120 Hertz AMOLED-Display, yes. Also eine hohe Bildwiederholrate. Man hat sich auf dieses Punch-Hole-Design geeinigt, das kann man jetzt finden, wie man es mag, ist einfach aktuell der Standard. Aber auch ein schön kleines Punch-Hole, es gibt auch noch hässlichere. Das muss man sagen, es ist sehr hochwertig verarbeitet. Die Kamera ist soweit voll in Ordnung, also die ist gut, keine Frage, ist nicht sehr gut vielleicht, aber die ist gut mit einem älteren Sensor, aber dass das ja nicht unbedingt ein Problem ist, beweist Google jetzt schon seit ein paar Jahren. Nämlich den Sony IMX586 Sensor da drin. Dazu gibt es noch drei weitere Kameras, Ultraweit, Makro, Porträt nehme ich an. Genau. Genau, richtig. Keine Telekamera leider. Speichererweiterung ist auch nicht möglich. Dafür haben wir hier, und das ist, glaube ich, gerade für viele OnePlus-Leute, das Killer-Feature ist einfach die Software, oder? Möchtest du ein Wort über OxygenOS sagen? Genau, wir haben hier, das ist auch das erste, ich kann mal kurz den Nachtmodus ausschalten, wieso ist der denn an? Das ist hier das erste, oder eins der ersten Smartphones, die auch mit Android 11 direkt out of the box kommt, also direkt die neueste Android-Version. OnePlus ist ja auch mit dafür bekannt, schnell und relativ lange Software-Updates zu liefern. Und hier wurde jetzt auch ein bisschen was an der Software überarbeitet. Das hat nicht jedem gefallen. Ich muss aber sagen, mit den meisten so Stock-Apps interagiere ich jetzt eh nicht so häufig. Mhm. Also für Wetter habe ich jetzt eine andere App und so weiter. Deswegen kann ich die Aufregung da nicht so ganz verstehen. Es läuft immer noch super flüssig. Man hat immer noch super viele Einstellungsmöglichkeiten, wenn man jetzt hier einfach mal kurz reingeht in die Einstellungen und bei Anpassungen. Da sieht man einfach zum Beispiel, wir haben jetzt auch endlich ein Always-On-Display, das ist mit am Start. Man kann hier Akzentfarben setzen, also jetzt so ein wunderschönes Pink zum Beispiel. Dann haben wir hier alles direkt... Ich hätte Alex nicht so abnörden lassen sollen. Okay. Haben wir direkt alles hier auf Pink. Icon-Packs kann man ändern, Schriftart kann man ändern,
Die Form der Systemsymbole kann man ändern. Also es gibt wirklich viele schöne Einstellungsmöglichkeiten. Ja, und es ist vor allen Dingen im Vergleich zum 8er wirklich ein gutes Upgrade geworden. Und ja, es erlaubt sich keinen wirklich großen Fehler. Ja. Die Makrokamera ist auch immerhin mit 5 Megapixeln, das heißt, auch die Fotos kann man gebrauchen. Es hat einen 4500 mAh Akku, der wirklich lange aushält und eben das 65 Watt Laden, was wirklich schnell ist. Dual-SIM-Support. PK schreibt schon, jetzt ist Alex on fire und ich habe auch die Befürchtung, dass der morgen früh ja noch sitzt und über OxygenOS redet, wenn wir nicht gleich weitermachen. Deswegen ist kam gerade schon die Frage, wo man das OnePlus 8T am besten kaufen kann, und da haben wir einen exklusiven Gutschein für euch, für das OnePlus 8T. Wie gesagt, der UVP und der Preis zum Beispiel bei Amazon, der sind das 599 €, genau. Was schon ein sehr fairer Preis ist für die ganze Hardware, die man bekommt, für das sehr gute Gerät. Aber was haben wir für einen Preis, Tim? Könntest du da mal einen Gutschein droppen? Wir haben beide Versionen. Einmal die große und die kleine Speicherversion. Ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir reicht sogar die kleine. 180 ist dann natürlich GB auch ist schon viel, ein bisschen günstiger, klar. Das ist auch ein Vorteil. Da seht ihr es, kriegt ihr gerade für 465 €. Also gut 135 € unter dem UVP. Also für unter 500 €. Kommt zwar aus China dann, glaube ich, aber ey, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Das dauert dann vielleicht mal, dann ist es nicht übermorgen da. Aber mein privates 7T kommt auch aus China. Ja, und das macht keinen Unterschied. Banggood, wie gesagt, hat da den Gutschein für euch und das ist halt schon eine geile Sache. Ihr könnt bei Banggood mittlerweile halt auch so einen Broken Screen Service und so oder Versandversicherung und so weiter dazu auswählen, wenn man das möchte. Ich kannte den Preis vorher nicht. Ist krass, ne? Der ist nice. Ja, ich habe den vorhin schon gesehen. Das ist richtig nice. Was ist der große Unterschied zwischen OnePlus Pro und, also dem 8 Pro und dem 8T? Du hast eine Zoom-Kamera beim 8 Pro, du hast kabelloses Laden, du hast ein offizielles IP-Rating, wobei hier auch Maßnahmen wieder ergriffen wurden mit Dichtungen und so, dass ein bisschen Wasser ausgehalten wird. Aber das offizielle IP-Rating fehlt dem 8T eben. Genau. Und du hast eine etwas bessere Hauptkamera und auch eine bessere Ultraweitwinkelkamera. Ja. Was dann? Und du hast eine Verschlechterung, denn das Display ist curved beim 8 Pro. Und hier ist es flach, so wie sich das gehört. Wunderschön. Eine flache Augenweide. Okay. Flach wie unsere Witze meistens, könnte man sagen. Aber so. Auch sehr gut wie unsere Witze. Ja, wie das Display. Genau. Julian H. beendet die Diskussion übrigens mit, sagt, auf Banggood ist die Farbe green angegeben, dann stimmt das wohl. Ne? Green, finde ich gut. Ja, die Julians, die haben nämlich immer recht. Ich glaube, Julian H. hat immer nur recht. Miss Tina schreibt, genau, Alex, also wie gesagt, wenn ihr ein gutes Handy zu einem fairen Preis haben wollt, OnePlus 8T, also das ist wirklich für den Preis Hammer-Ausstattung. Wie gesagt, erlaubt sich keine großen Fehler und ist es halt sehr langlebig, muss man sagen, weil OxygenOS das Ding. Stereo-Lautsprecher sind auch noch am Start. Ja, von daher, fast anderthalb Stunden schon. Nice. Muss ich mal eben kurz neu ansetzen. Ja, Schlag dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die jetzt noch stellen. Ein paar Minuten haben wir noch. Ansonsten gehen wir jetzt nämlich Richtung Ende, weil wenn ich richtig sehe und in dieses Chaos hier reingucke, was ihr zum Glück alles nicht mehr seht, aber hier liegt so viel Müll rum, war es das an Gadgets, die wir vorstellen können? Ich würde mal gerne jetzt wissen, ihr habt jetzt alles gesehen, alle 262, die gerade noch da sind. Vielen Dank erstmal, dass ihr so lange uns treu geblieben seid oder auch wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt, vielen Dank. Was war das geilste Gadget heute Abend? Ich würde mal gerne, schreibt mal in den Chat, haut mal rein, ihr könnt das ja abkürzen. Was fandet ihr das geilste Gadget, was heute da so rausgehauen wurde, vorgestellt wurde, geunboxed wurde? Nein, Torben, jetzt, du darfst doch... Also beim letzten Mal war es der Hai, ne? Das war das letzte Mal. Das ist die Frage, was ist heute... Oh, jetzt habe ich ein bisschen viel Haut gezeigt. Du hast ein bisschen viel Haut gezeigt und du hast natürlich jetzt die User direkt wieder beeinflusst. Ja. Weil gegen einen Hai ist halt schwierig, ne? Okay, einer schreibt schon Desinfektionsmaschine. Das Handy war mega. Das Handy-Gaming-Teil. Okay. GameStar wird bei mir über den Link mit 59,48 angezeigt. Hast du denn den Gutschein eingelöst, Stefan, den wir da mitgepostet haben? Genau, den Gutschein muss man im Warenkorb dann. Genau, da steht unten Apply Coupon und dann reduziert sich der Preis. Party Blitzwolf, die Box, alles dabei, okay. Flache Augenweide am Single-Sale. Also anscheinend ist alles ziemlich gut angekommen. Was war denn für dich das Highlight? Ja gut, das 8T könnte ich jetzt natürlich sagen, das ist aber langweilig. Smartphone. Deswegen, wo ist das Mikrofon, Tom? Das wollte ich jetzt eigentlich mal fragen. Aber die, wahrscheinlich hat die jetzt noch nicht wieder Akku, ne? Hallo? Oh, sorry. Also von David Miguel, sein Lieblingsding war der Front gegen Alex. War auch mein Favorit.
Wie geht das mit dem Codeseller? Einfach im Bestellvorgang, wenn du das in den Einkaufswagen gelegt hast und dann kurz bevor du bezahlen musst, steht der Apply-Coupon, Code reinkopieren, auf Apply drücken und dann wird der Rabatt abgezogen. Tom, du bist doof. Ja, jetzt hast du es was, das da, der Konter. ja, möchtest du noch ein Lied singen zum Ende? Closing Time von Simi Sonic? Closing Time. Okay. Oh, er hat Bock. Nein, kein Lied. Deutsch-Typ. Deutsch-Typ. Deutsch-Typ, okay. Jetzt kommt der Gadget-Song. Gibt es einen Gadget-Song? Wir haben dieses... Nee. Okay, ist egal. Lecker, wir sitzen auf so dummere Ideen, kommen wir wahrscheinlich. Ja. Von daher, also mein Lieblings-Gadget, ich mach's einfach hier durch, weil es cooler. Also meine Lieblingsgadget war die Box, ne? Hab ich gesagt. Herr Alex, was war Ihr Lieblingsgadget? Ich möchte sagen, es war die Box. Box Bunny. Ne? Ja. Okay. Mein Lieblingsgadget. Ich würde eigentlich auch die Box sagen. Mhm. Ist ja langweilig jetzt. Ja, ist jetzt langweilig, deswegen muss ich sagen, der Speaker tatsächlich vom Blitzwolf, weil der hat mich sehr überrascht, finde den sehr schön, könnte mir gut in meiner Wohnung vorstellen. Ist immer noch Musik an. Ich höre Trompeten. Ja, lass das mal. Deutschtyp, es wird dazu nicht kommen. Du kannst so viel Hashtag singen posten, wie du möchtest. CJ Beat ist okay, ja. Wir werden nicht singen. Cool. Ich bin noch zu jung, um mich im Internet zu blamieren. Mach mal lieber was. Ja. Ja, okay. Warte, hier war gerade noch eine Frage von Bobby Boy. Wie lange ist der Gutschein gültig? Wie lange sind die Gutscheine gültig? Das frage ich den Tim. Wenn weg ist es weg. Wenn weg ist es weg. Ja, Leute, wir würden jetzt gern singen, aber hier sind leider keine Batterien in dem Mikrofon. Deswegen können wir jetzt nichts singen. Das geht jetzt halt sorry nicht. Aber wir haben noch circa ein paar Minuten für noch Fragen. Haut die gerne jetzt in den Chat rein. Dann gehen wir jetzt, machen wir noch eine Antwort. Wir machen noch ein kurzes Live Q&A. Okay, wir sind immer bescheuert. Kommen wir mal wieder auf Fragen hier. Ne? Also, Ernst Kumme, Meinung zum Oppo Find X2 Pro. Finde ich sehr, sehr nice. Immer noch mit dem OnePlus 8 Pro eins der besten. Wahrscheinlich das beste Android-Smartphone dieses Jahr. Wegen der Zoom-Kamera, ne? Das ist ein Vorteil. Ja, einfach sehr, sehr viel Hardware für dann, mittlerweile für einen vernünftigen Preis, die 1200 Euro. Ja, vom Anfang war ein bisschen zu teuer, fand ich, aber jetzt so, ey, was man dafür alles bekommt, schon mega. Ja, auf jeden Fall ein sehr geiles Handy, auch sehr geile Rückseite. Macht wirklich sehr vieles richtig. War es euer Zuschauerrekord? Heute waren es, glaube ich, 350 circa. Wenn mich ich weiß nicht, ob wir schon mal höher waren. Das war schon richtig nice. Also danke an euch, dass ihr reingeschaltet habt. Das ist cool. Habt ihr Infos zu dem Mi Mix 4? Ey, man hört da so oft was drüber. Jetzt habe ich schon wieder letztens neue Leaks und Infos gelesen, aber sobald da nicht ein bisschen was Handfesteres kommt, glaube ich nichts. Ich hoffe es. Ja, die Mix-Reihe ist meine Lieblingsreihe bei Xiaomi. Ja, von daher, alles, ne? Ich würde mich freuen, wenn das kommt. Bis jetzt geht da nichts. Ja, nice. Sektion NRW ist weiter Mofa rumschrauben. BB, bis bald, du süßer Schokohase. Hau rein. Hat er geschrieben. Das BB, würde ich jetzt auch ihr süßen Schokohäschen. Das sehe ich nicht. Ich habe es nicht mal verniedlicht. Okay. ZTE Axon 20 5G mit Selfie-Kamera und einem Display kriegen wir. Habe ich gerade mal von Tim mir bestätigen lassen. Kriegen wir. Von der Regie. Ja, also ich finde es auf jeden Fall geil, dass sie das überhaupt mal auf den Markt gebracht haben, dass man es generell kaufen kann. Wie es dann wirklich ist, das sehen wir dann, sobald wir es haben. Da will ich mir jetzt noch kein Urteil erlauben. Aber einfach cool, dass es überhaupt schon zum Verkauf steht. Okay. Wisst ihr, wann die Mi Watch in der EU erscheint? Ja. Anfang 2021, allerdings nicht in der Form, wie sie aus China kommt. Es ist nämlich eher die Mi Watch Color, als also die Runde, nicht mit Wear OS, sondern mit einem Xiaomi-Betriebssystem drauf. Aber die wurde schon quasi angekündigt, vorgestellt, kommt aber erst Anfang nächstes Jahr auf den Markt. Könnt ihr mal wieder ein Smartwatch-Review machen? Ja, wir haben letzte Woche haben wir aufgenommen ein Video zur TicWatch Pro 3. GPS und auch einen Vergleich. Mit der Apple Watch. Genau, das ist nämlich auch einigen Leuten schon aufgefallen, dass Torben aktuell einen Apple Watch trägt. Ja, zum Test. Man muss ja mal gucken, was die anderen so her machen, was der erfolgreichste Wearable-Verkäufer-Marke der Welt so macht. Das muss man ja, kann man auch nicht ignorieren. Ey, David, danke. Topstream war von Anfang bis jetzt dabei. Sehr cool, danke für deinen Support. Vielen Dank. Sehr lieb von dir. Voll cool. Watch Fit oder GTR 2? GT 2.
Also GTA 2 ist besser im Sinne von, die hat einfach mehr Funktionen, wird aber auch ein bisschen teurer sein. Watch Fit kriegt man immer schon mal jetzt auch gerade wieder für unter 100 Euro. Dafür ist die sehr geil. Du hast aber halt nicht die Möglichkeit, zum Beispiel Bluetooth-Telefonate zu führen oder Musik zu speichern. Das kriegst du aber mit der GTA 2. Von daher bezahlt GTA 2 ohne. Ach, GT2. Oder? GTR 2 habe ich gelesen. GTR 2. Oh, okay. Vielleicht habe ich auch ein R zu viel gelesen. Mika hat geschrieben GT2. Ja, davor hat aber Lloyd Louis Schröder WatchFit oder GTR 2. Okay. Ja, WatchFit gegen GT2 ist eigentlich das gleiche, weil die GT2 ist kann wie die GTR 2, nur halt von Huawei. Wann denkt ihr, kommt eine EU-Version von dem Xiaomi Mi 10 Ultra? Ich glaube nicht, dass da noch eine kommt, weil sonst wäre die, glaube ich, inzwischen angekündigt worden. Ich glaube, das war einfach so eine Special-China-Edition, die auch, wo ich mir sicher bin, dass die auch hier funktioniert hätte. Ist aber ein Gerät, wo sich der Import durchaus lohnt. Ich habe einen ewig langen Testbericht dazu geschrieben, könnt ihr gerne mal auf chinagadgets.de nachlesen. Drop Hasuna doch nochmal eben den Link zum GameStar-Controller-Ding. In den Chat. Hasuna, das kommt jetzt gleich von Tim in den Chat. Genau, das ist der GameStar Controller, ja. Whatever. Wo ist das Poco X3 am günstigsten aktuell? Also vorhin war es noch vor dem Stream noch bei AliExpress für 182 Euro aus dem EU-Lager. Ist bei uns auf der Seite chinagadgets.de. Scroll einfach ein bisschen runter, da ist das dann zu finden. Oder der Tim haut gleich noch einen Link raus. Gimbal-Empfehlung bis 100 Euro. Boah, ich bin nicht so der Mega-Gimbal-Spezialist. Die Hohem-Sachen sind ganz nett. Ich glaube, das iSteady X, das kostet 70 Euro. Das hatten wir mal hier. Das hat schon ein paar nette Funktionen. Das gibt es auch bei Amazon. Also Hohem vielleicht mal, aber vielleicht hat da jemand anders aus der Community einen besseren Vorschlag. Meinung zum Saugroboter 360 S6 für 221. Ist der so günstig? War der nicht mal super geworden. Teuer? Ja, aber das war so das erste gute 360-Modell. Ja, ich kann übrigens gerade noch gewinnen, ne? 360 S6 Pro... Wer baugleich ist mit dem S9, den kann man gewinnen. Also heute mal auf chinagadgets.de gehen. Bis morgen lässt sich der noch gewinnen über unseren Facebook-Kanal. Findet ihr schon bei uns auf der Seite. Einfach mal ein bisschen durchscrollen. Dann habt ihr die Möglichkeit, den zu gewinnen. Für 220 Euro ist der, glaube ich, okay. Die ganzen 360 Sachen sind eigentlich ganz gut, würde ich behaupten. Ja, also die waren auf jeden Fall... Hohem schreibt man H-O-H-E-M. Und dann genau. iSteady. Hohem. Hohem. Okay. Meinung zum iPhone 12 Pro Max. Scheint sehr groß zu sein. Was ich an Reviews gesehen habe. Ich habe die Tests noch gar nicht gesehen. Ich habe die Tests gesehen. Sind erst gestern draußen. Ja, genau. Ich habe die Tests gesehen. Ja, also es scheint nicht so, dass die neue Hardware den krassen Vorteil bringt, und hier den man mit dem, sich gewünscht hat. Dass quasi der Sensor stabilisiert wird anstatt der Linse. Auch Night Mode soll wirklich saugut sein. Okay. Aber ansonsten sehen die Fotos im Tageslicht genauso aus wie sonst. Also groß. Wenn man ein iPhone haben möchte und ein großes iPhone haben möchte, dann das wahrscheinlich. Meinung zum Xiaomi Mi 10T Pro, gutes Handy. Ich würde aber eher zum Mi 10T raten. Die 100 Euro kann man sich sparen, denn der 64-Megapixel-Sensor ist auch sehr gut. Und 6 GB RAM tun es auch. Also ich persönlich würde eher zum Mi 10T greifen. Mika schreibt noch, war nicht da, was kann die Xiaomi-Lampe? Also du kannst auch zurückspulen im Livestream. Aber dann verpasst du natürlich, was jetzt live ist. Der kommt auch hinterher nochmal live auf unserem Kanal. Kannst du es auch nochmal gucken. Aber die kannst du ein- und ausschalten, die kannst du so zusammenklappen. Haben wir sie hier noch irgendwo stehen? Nee. Und die sieht stylisch aus, finde ich. Und die hat wahrscheinlich dann über die App die Möglichkeit, zwischen kalt und warm weiß zu wechseln. Und die kannst du auch über die App einbinden und dann mit Google und Apple HomeKit steuern. Ja. Ja. Die Person, die nutzt, sagt, man kann auch an den Drehregler die Temperatur einstellen. Okay, offensichtlich kann man irgendwie auch direkt an der Lampe irgendwie die Wärme, die Farbtemperatur, danke Julian, einstellen. Das haben wir nur gerade nicht hinbekommen, weil wir zu blöd dafür sind. Tim, der Marcel fragt nochmal nach dem Link für den Monitor. Mrs. Tina, die hat ja fleißig mitkommentiert, die können wir mal auf ihre Frage antworten. Upgrade von Mi 9 Lite auf OnePlus 8T, lohnt sich das? Ja, es ist halt aber auch... Miss Tina, ja. Vielleicht heißt sie auch MS Tina. Kann auch sein. Okay, Mrs. Tina, sorry. Nee, Miss Tina. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also das Mi 9 Lite war oder ist ein gutes Mittelklasse-Handy vom letzten Jahr, keine Frage. Aber das OnePlus 8T ist schon quasi ein Flagship. Vielleicht nicht das Top-Top-Flagship, aber schon ein sehr gutes Smartphone. Ja. Du wirst schon Unterschiede in Schnelligkeit und wahrscheinlich, obwohl sie haben den gleichen Kamerasensor tatsächlich. Aber in Performance wirst du auf jeden Fall einen Unterschied merken. Genau, aber wenn du noch happy bist, bleib bei dir. Das wollte ich auch gerade sagen. Danke, Mika. Irgendwas von Bata Illich, da braucht es keine Box. Okay, drei Fragen machen wir noch. Such dir eine aus, Alex.
Gibt es eine Amazfit Watch, die vergleichbar ist mit der Huawei Watch 2? Noch nicht, kommt aber. Die GTS 2 und die GTR 2. Ja. Oh, Thomas D. Oh, geil, Alter, Thomas. Danke, Thomas Guter D. Guter Mann. Eine fliegende Birne mit dazu der fliegenden geschickt. Birne. Mega. Da habe ich vorhin Vielen Dank. Der hat beim letzten Mal schon supportet. Thomas D., absoluter Ehrenmann. Liebe Grüße, auf jeden Fall. Genau, was ich gerade sagen wollte, genau, Amazfit GTS 2 und GTR 2, die werden vergleichbar genau. sein. Die kommen jetzt hoffentlich noch dieses Jahr auch global raus, wurden zumindest schon vorgestellt. Zum Joggen, da kann ich direkt einsteigen, denn ich habe es jetzt gar nicht an mir, aber privat nutze ich die Anker Soundcore, Spirit? Wie heißen die? Spirit Dot 2? Richtig. Spirit Dot 2. Und die finde ich super nice, weil die stehen kaum aus den Ohren so heraus. Und das sind auch nicht diese AirPod-like-Design, wo das dann noch so ein Stiel hat, der hier so rausguckt, sondern die sitzen wirklich nur im Ohr und haben dann noch so einen kleinen Flügel hier oben, damit das auch sicher ist. Die fallen also nicht raus beim Joggen, auch in drei unterschiedlichen Größen. Haben mega nicen Bass, wenn man das mag. Also zumindest für so kleine In-Ears haben sie einen guten Bass. Wenn man das natürlich mag, gerade beim Laufen, finde ich das immer motivierend. Und ja, mit denen bin ich super zufrieden. Von Soundcore, Anker, die haben halt auch die gewisse Qualität, sind auch gegen Schweiß geschützt und so. Ich finde die sehr, sehr nice. Vielleicht kannst du ja mal gerade den Link reindroppen noch, Tim. Sorry. Ich habe auch, hab auch von Soundcore die Live P2, die sind noch ein bisschen günstiger, sind nicht speziell Sportkopfhörer, aber ich benutze die auch zum Joggen, funktioniert auch sehr gut. Die sind kosten 37,50 Euro gerade im Amazon-Angebot. Auch nice. So, eine Frage noch. OnePlus Nord N10. Möchtest du dazu was sagen? Ich guck mal, wie viel die letzte Frage aufsparen. Achso, ja. Test gibt es auf channelgadgets.de zum Nord N10. Ja, vielleicht nochmal abschließend. Zu teuer ein bisschen. FM fragt, wie lange die Lieferung dauert. Ein paar Sachen von den Sachen, die wir vorgestellt haben, die haben auch ein EU-Lager, wie, glaube ich, der Speaker oder genau, so. Genau, den gab es in Spanien zum Beispiel. Dann sind es, glaube ich, so 3 bis 7 Tage, kommt immer ein bisschen drauf an, dann geht es auf jeden Fall schneller. Aus China brauchen die Sachen schon länger, es ist aber mittlerweile nicht mehr so langsam wie früher, zumal Banggood auch Banggood Express hat, wenn man darüber bestellt. Danke, David. Danke, David. Auch geil. David Miguel, du bist der Spanier von uns. David Miguel Fialos Jurado. Entschuldigung. Das war, danke dir. Danke. Vielen Dank, David. Einfach. Vielen Dank, David. Der hat vorhin geschrieben, dass er die ganze Zeit zugeschaut hat. Also super. Sehr cool von dir. Vielen, vielen Dank. Wo ich dabei war, Banggood Express haben sie mittlerweile. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Also ich würde so 2 bis 4 Wochen sagen aus China. Es hängt immer echt ein bisschen davon ab. Manchmal liegt es ein bisschen länger rum, manchmal geht es schneller. Ja. Okay, dann würde ich sagen, Leute, danke fürs Einschalten. Es war ein Fest. Ey, danke, dass jetzt noch 222 Leute dabei sind. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, wir könnten hier noch eine Stunde sitzen und es wären am Ende immer noch ein paar Leute dabei. Daher, ey, cool von euch. Danke, dass ihr reingeschaut habt, ein bisschen mitkommentiert habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt euch vielleicht auch ein cooles Schnäppchen hier sichern können ja. mit den exklusiven Gutscheinen. Liebe Grüße an alle da draußen. Bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit. Und ja, machen wir bald nochmal was. Wir beide haben jetzt noch ein Date mit der Karaoke-Maschine. Genau. Abseits der Kamera. Nein. ey, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wir haben euch lieb. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.